Wir müssen noch mal über eine Geschichte reden. Und zwar habt ihr mich alle gezwungen, mir Videos von der militanten Veganerin anzuschauen. Ihr wolltet meine Meinung darüber wissen oder über sie wissen. Ich habe mir ein paar Sachen angeschaut. Ich habe mir ein paar Meinungsvideos über sie angeschaut. Und es war sehr spannend in meiner Beschäftigung mit Veganismus. Und bis heute übrigens keinen Kontakt mit Raffaella gehabt, noch nie irgendwo einen gemeinsamen Berührungspunkt, noch nie mit ihr geschrieben, noch nie telefoniert, gar nichts. Und es war sehr interessant, als ich mich das erste Mal damit ihr beschäftigt habe, mir zwei, drei Videos von ihr angeschaut habe, kamen relativ schnell Nachrichten schon in meinem Chat, die sehr kritisch waren. Dann auf Instagram schrieben mir ganz viele Leute, du Robert, in den nächsten Tagen kommt da etwas, was unangenehm wird für Raffaella. Auf sowas gebe ich in den ersten Momenten erstmal gar nichts, weil sowas sagen Leute auch über mich oder ich habe auch schon den einen oder anderen Kleinst-Shitstorm abgebiegelt und Leute sagen auch über mich, ich sei ein Lügner und bin ein Arschloch und ein Rassist, ein Narzisst, ein Speziesist, ein Zist, whatever you name it, ich bin Allerzist. So, und dann habe ich erstmal nichts darauf gegeben und dann verfolgte ich aber im Internet, dass die Kritik an Raffaella immer doller wird. So, jetzt schreiben die ersten Leute, bitte gib der nicht noch mehr Bühne. Es geht hier überhaupt nicht um Bühne, es geht darum, dass ich mich gemeinsam mit euch mit ihr beschäftige. Weil sie ja in den Medien sehr groß ist, weil sie ein Wertesystem vertritt, was ich eigentlich auch vertrete, in Bezug, Vorsicht, immer im Zusammenhang sehen auf Tiere, Veganismus und so weiter. Da muss man einfach drüber sprechen. Punkt. Und weil es euch interessiert und ihr mir massiv viele Nachrichten dazu geschrieben habt. Also merke ich ja, dass es meiner Community wichtig ist. Und bitte gib ihr nicht noch mehr Hate. Die Frau ist toll, die meisten verstehen es einfach nur nicht. Naja, Vorsicht. Man muss schon einmal ganz gezielt, spezifisch, kritisch das beleuchten, was jetzt so ein bisschen ans Tageslicht gekommen ist, weil ich habe quasi den Moment, genau den Moment erwischt, als Raffaella so richtig kritisch eine vor den Latz bekommen hat. Und das muss man einmal diskutieren. Und ich muss mich auch einmal damit beschäftigen, das bin ich euch und auch der Community in dem Fall einfach schuldig. Und weil ich natürlich auch einiges an unangenehmen Nachrichten bekommen habe, ich würde den Holocaust, wie wurde es ausgedrückt, nicht ernst nehmen. Ich würde Rechten eine Bühne geben, transphoben Menschen eine Bühne geben. Ich würde das supporten, unterstützen, ihr eine Bühne geben und Vergewaltigung nicht ernst nehmen. Und wo ich dachte, ich habe mir einfach nur ein Video über die militante Veganerin angeguckt und viele Leute schrieben auch, Robert, es ist das, was du nicht gesagt hast. Dann denke ich immer, ja, das ist natürlich auch sehr angenehm, wenn ihr mich für irgendetwas verurteilt, über Dinge, die ich nicht gesagt habe. Okay, wenn ich jetzt etwas Schlimmes gesagt hätte, dann kann man darüber reden oder ich kann mich am Ende entschuldigen oder ich kann es nochmal reflektieren. Aber wichtig ist immer, dass man darüber spricht. Und das möchte ich jetzt, wie gesagt, noch einmal machen. Das ist mir einfach wichtig, weil, ne? Es ist jetzt in letzter Zeit so ein bisschen Skepsis aufgekommen. Und deswegen habe ich mir heute mal ein paar Minuten die Zeit genommen und mir ein paar Reaction-Videos zu dem militanten Veganerin exposed angeschaut, um das aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Denn ich wollte auch einfach mal hören, was die anderen so darüber denken. Ich habe jetzt noch mit keinem konkret darüber gesprochen und ehrlich gesagt finde ich es persönlich auch immer blöd, über andere Leute ne, so zu reden, wenn so Kritik herrscht. Ich würde lieber mit ihr darüber reden. Vielleicht, vielleicht auch nicht, weiß ich gar nicht. Habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken darüber gemacht. Und interessant finde ich auch, wenn ich mich das erste Mal mit einem Menschen beschäftige, was ja hier im Livestream gewesen ist, und hinterher dann Leute schreiben, wie kannst du nur dieser, sage ich, ja, das Internet, die Veganer, die Milchviehbetriebe, alle hacken sie am Ende auf einen ein. Man kann im Prinzip in dem Fall sich nur verbrennen, nichts richtig machen und nur so richtig auf die Schnauze fallen. Ich merke wirklich, dass das Thema Veganismus, vegane Ernährungsweise, veganes Leben und veganes Handeln ein enorm sensibles ist. Und egal mit welchen Samthandschuhen ich es
anfasse, aufhebe, betrachte, versuche auseinanderzunehmen, zu beleuchten, du verbrennst dir die Finger. Es ist völlig Latte. Es ist völlig egal. Du kriegst bei Veganismus, wenn du dich darüber im Internet äußerst, auf jeden Fall auf den Sack. Und man kann es auch nie allen recht machen, aber nichtsdestotrotz möchte ich mich jetzt einmal mit ihr beschäftigen, weil bisher alles, was ich von ihr gesehen habe, alles, was ich gesehen habe, nicht alles, was von ihr existiert, nicht verwechseln, bitte, immer in den Kontext setzen, waren Videos, die sagen, leb vegan oder du schadest Tieren. Und das würde ich so unterschreiben. Ne? Da sehe ich erstmal nichts Falsches dran. Aber mich haben Nachrichten erreicht, die gesagt haben, Robert, du negierst den Holocaust, weil ich in einem Video über sie, wo sie den Holocaust der Tiere erwähnt hat, nicht gesagt habe, dass ich das nicht so sehe. Also man kritisierte mich für etwas, was ich nicht gesagt habe. Dass der Holocaust ist und dass man den nicht auf Tiere anwendet, ist für mich eine vollkommen klare Sache. Ne? Und dass man auch bei Tieren nicht mit über Vergewaltigung spricht. Habt ihr in hunderten Videos von mir schon gehört, wenn zum Beispiel Leute sagen, Stockentenmännchen vergewaltigen ihre Stockentenweibchen. Das sehe ich nicht so, weil menschliche Begriffe auf Tiere anzuwenden, finde ich immer schwierig. Besonders dieses Wort. Mir hat zum Beispiel auch eine Dame geschrieben, die gesagt hat, sie fühlte sich dadurch sehr verletzt, dass Raffaella das Wort Vergewaltigung genommen, benutzt hat im Zusammenhang mit dem Inseminieren von Kühen, also künstliche Befruchtung von Kühen, weil sie Opfer von Vergewaltigung wurde, diese Dame, und sich dadurch herabgesetzt fühlt. Das kann ich alles irgendwo nachvollziehen. Und ich kann auch die Befindlichkeiten alle verstehen und dass das ein ganz, ganz schwieriges Thema ist. Und ich verstehe aber auch, warum Raffaella diese Begriffe benutzt, um eben zu verdeutlichen, wie schrecklich und wie gemein und wie furchtbar es ist. Ob es das rechtfertigt, diese Begriffe zu benutzen, das muss man einfach kritisch betrachten. So. Und grundsätzlich sind ein paar Aussagen von ihr aufgetaucht, die ich persönlich durchaus auch als enorm kritisch und kontraproduktiv empfinde. Und da muss man einfach drüber sprechen. So, und ich möchte euch kurz einen Überblick geben, was, wieso, warum, weshalb und so weiter. Und als ich mir die ersten Videos über sie angeschaut habe und in meinem Chat jemand sagte, ja, und sie kuschelt mit Nazis oder so, sinngemäß war es, ne? Habe ich gesagt, so ein Quatsch, erzählt nicht so einen Scheiß über Leute, was ihr gar nicht wisst. Ich würde nach allem, was ich jetzt weiß, immer noch nicht sagen, sie kuschelt mit Nazis, aber sie redet eventuell mit Nazis. Und das ist etwas, wo ich sage, ich rede nicht mit Nazis. Ihr kennt meine Einstellung dazu. Ich betone das äußerst oft. Es gibt Menschen, mit denen muss man nicht reden. Und Menschen, die rassistisches Gedankengut verbreiten, fühlen und das haben, was willst du mit denen reden? Das halte ich für Quark. So. Es ist ein schwieriges Thema und ich glaube, dass Raffaella, ich glaube im Herzen, ne? Das ist aber, ich kenne sie auch nicht. Ich glaube, dass sie das nicht böse meint. Ich glaube, vielleicht bin ich da auch einfach zu gutgläubig. Ich glaube nicht, dass sie mit Absicht Menschen denunziert, den Holocaust negiert oder abschwächt oder nicht ernst nimmt, Vergewaltigungsopfer nicht ernst nimmt, dass sie transphob ist, dass sie das alles mit Absicht macht, dass... Das kann ich noch nicht so richtig glauben. Und ich will ihr das auch gar nicht unterstellen. Und aktuell ist es bestimmt eine schwierige Situation für sie. Weil man muss an dieser Stelle immer beide Seiten sehen. Das ist ein Mensch, der setzt sich für die Rechte der Tiere ein. Mit aller Gewalt. Mit aller Macht. Und kriegt so richtig auf den Sack dafür. Ich habe das in den anderen Videos über sie schon gesagt, dass ich das sehr respektiere und dass ich das mutig finde. Und dass sie da grenzüberschreitende Äußerungen trifft und Menschen verletzt, ist ganz klar. Wie weit man gehen darf, wo man die Grenze zieht, das ist etwas, worüber man tatsächlich reden muss. Und wo ich einfach noch nicht genug Informationen habe oder nicht genug Videos gesehen habe, um mir eine Meinung darüber zu bilden, aber ich habe jetzt die Videos anderer geguckt. Und da gehen wir mal einfach mal ganz kurz rein. Das würde ich schon gerne machen, weil ich das wichtig finde. Und weil ich eine andere Form des Aktivismus anstrebe, eine diplomatischere, eine gemäßigtere und ich persönlich glaube, dass man damit weiterkommt. Ich verletze zwar auch Menschen, das merke ich regelmäßig, ne? Aber ich tue das nicht mit Absicht. Es sei denn, es sind Arschlöcher, die Tiere quälen. Dann werde ich auch schon mal unangenehm. Aber von Nazis, Holocaust, Abschwächungen,
Vergewaltigungsnegierung und Ähnlichkeiten muss man und Transphobie und so muss man sich einfach distanzieren. Punkt. Ganz Ende aus, endlich. Na gut, jetzt gehen wir mal rein. Also, die Situation war folgende. Ich habe mir Videos über Raffaella angeguckt, fand gut, was sie so zum Besten gegeben hat. Ich habe mir nicht die extremen Sachen angeguckt. Ich weiß, dass es da noch ganz, ganz viele extremere Sachen gibt, aber dann wurde mir ein Video angekündigt, was dann 3 Tage später kam und das war folgendes. Da gehen wir ganz kurz rein. So, zack. Die militante Veganerin exposed. Exposed bedeutet ja immer rausgefunden, irgendwas wird öffentlich gemacht. Die hat was Verbotenes getan, was Schlimmes getan und jetzt kommt's raus und jetzt kriegt sie ordentlich auf den Sack. Willkommen auf meinem Kanal und zu diesem Video über die militante Veganerin. So, und als ich das Video schon gesehen habe, Achtung, wer ist die militante Veganerin? Warte, Achtung. Die militante Veganerin. Als ich das so gesehen habe, hat das bei mir im ersten Moment so Commander-Krieger-Vibes ausgelöst, so irgendein Typ aus dem Internet kritisiert wieder irgendwas, was er angeblich irgendwo gesehen hat. Und Leute, ganz ehrlich, sowas habe ich schon 100-fach über Fritz, über Madin, über Stefan, über Otto, über mich, über Joris, über Nova, über alle im Internet gesehen. Und das wirkt am Anfang immer so. Jetzt bitte nicht hier darauf beziehen, dass es so ist, sondern es wirkte so. Und ich habe das Video erstmal abgetan, habe es mir nicht angeschaut, obwohl mir das von ganz, ganz vielen Menschen tatsächlich ans Herz gelegt wurde. So, und wir können mal gucken. Na, wartet. Wir gucken uns das gleich an. Aber es gab, hier seht ihr das, habe mir mal rausgesucht, wer noch so alles Videos dazu gemacht hat, gab es einige Menschen, die sich auch mit der Thematik beschäftigt haben. Die hier zum Beispiel kenne ich nicht, aber ich fand es ganz spannend, weil sie ist mit Raffaella zusammengekommen. Und da will ich nochmal ganz kurz reinhören. Ich habe es mir vorhin angeguckt, weil ich es ganz spannend finde. Warum jetzt zum Beispiel ganz viele Leute sagen, ich nehme mein Video über die militante Veganerin vom Kanal, ich gebe ihr keine Bühne, ich habe mich mit ihr getroffen, aber ich identifiziere mich damit nicht mehr, was sie außerhalb von Veganismus sagt und deswegen lösche ich das. Und ich möchte, dass wir in der Gesamtheit verstehen, wo der Hase im Pfeffer liegt, der Veganer. Deswegen müssen wir hier kurz reingehen. Also ich kenne die junge Dame noch nicht, aber das, was sie sagt, ist abwarten. Wir gehen ganz am Ende ins Video, aber vorher müssen wir noch ein bisschen woanders gucken. Hallo. Ach Leute, das lief alles nicht so, wie es sollte. Ich habe so schön geplant. Jetzt Welcome to my world. Mit dem iPhone, was ich auf meiner Fensterbank abgestellt habe, mit semi-gutem Tageslicht, ohne Mikrofon. Und das war alles ganz anders. Ich erzähle euch jetzt, wie und warum es nicht so gelaufen ist, wie es hätte laufen sollen. Und warum ich jetzt wieder hier mit meiner 2 MP 4K 360 MP Technik. Okay. Keine Ahnung. Aber ich sag euch, warum ich jetzt hier wieder mit meiner Low-Quality-Scheiße bin. Oh. Also der Chat schreibt schon wieder, Kyla ist cool. Ich kenne Kyla wirklich gar nicht, nie gesehen. Ich finde ihre Frisur spannend. Dramatisch. Das erste Mal habe ich ein YouTube-Dreh organisiert, der nicht auf Qualität von einem YouTuber 2012 ist. Ich habe ein Studio gemietet, hatte einen Gast in meinem YouTube-Video, den ich noch nie getroffen habe, was für mich neu war. Das ist so ein Ding, ihr wisst, ich bin so ein Comfort-Mensch, ich mag meine kleinen Routinen, ich mag es alleine hier zu sein. Und wenn ich jemanden auf den Kanal hole, dann jemanden, den ich kenne, jemanden, mit dem ich mich sehr, sehr wohl fühle. Also ich hole ja viele Leute auf den Kanal, aber nicht nur Leute, die, mit denen ich mich wohlfühle. Hier gesessen hat aber, glaube ich, bisher hat nur Fritz, gell? Sonst glaube ich noch keiner. Sonst habe ich noch keinem die Bühne gegeben. Sonst gebe ich immer nur Tierquälern die Bühne, die wir dann criticizen. Und dann war das erste Mal nicht so. Ich meine nicht, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe, sondern ich habe jemanden eingeladen, den ich noch nicht kannte. Und auch überhaupt nicht viel per Instagram oder so kommuniziert habe mit der Person. Ach, mit der Person. Es geht um Raffaella, die militante Veganerin, die ihr vielleicht schon gesehen habt. Diese verrückte Olle. Verrückte Olle, nicht in... Die verrückte Olle. Die dumme Sau, wie Maxi in einem Video mit Fragezeichen betitelt hat. In dem Sinne, was sie vertritt, sondern in dem Sinne, dass sie sich zum Beispiel in Unterwäsche oder Kuhkostüm einfach mit so Schildern irgendwo auf die Straße stellt. Und das ist mutig. Ich könnte das nicht. Ich kann mich nicht in Reizwäsche oder mit Kuhkostüm da reinstellen. Wo 1000 Leute um sie herum sind und sie es einfach durchzieht. Vielleicht kennt ihr sie von eurer For You-Page, wie sie 10-Jährige anschreibt. Vielleicht kennt ihr sie von eurer For You-Page, wie sie militant über Veganismus aufklärt. Ich bin ja selber auch vegan. Was ist das für ein... Ist das so ein Statement von mir? Nach einem Satz? Würde ich damit sagen, cool? Ich bin vegan. Cool. No. Ich bin besser als ihr. Ich bin vegan. Verbale Kommunikation.
auf höchstem Niveau. Auf jeden Fall war sie die Gästin bei mir. Und ich hatte Pepe, der meine Videos auch schneidet. Ich hatte ihn extra eingeflogen aus Dubai. Pepe wirkt für mich wie ein Dubai-Mensch. So einer, der würde in Dubai chillen. Hm, gefällt mir nicht. Chillst du in Dubai, Pepe? Wilde Unterstellung hier. Ich war noch nie in Dubai und ich chille hier gerade auf meinen Sitz. Geil, aber der Videostil gefällt mir. Wir sind in Berlin und es regnet. Pepe kam extra in das Studio, um zu filmen, um uns zu verkabeln, den Ton zu machen. Wir hatten beide Mikrofone so hier dran, wie in einem richtigen Fernsehinterview. Licht hatten wir, alles, was man sich vorstellen kann, um ein wundervolles Video zu machen. Professionell, würde ich sagen. Und Und das hatte ich auch irgendwo auf Instagram, hatte ich das irgendwo gesehen, die beiden irgendwie im Talk. Ziel war es, Raffaela eben als Raffaela zu zeigen und zu zeigen, dass ihr wirklich einfach Tiere sehr, sehr am Herz liegen und diese ganzen Vorurteile, die auch sie teilweise um ihre Person kreiert und über auch den Veganismus wollte ich so ein bisschen zur Seite schieben und darüber reden, was wirklich zählt und warum sie das wirklich macht. Auch ein paar Sachen kritisieren oder ansprechen, bei denen ich einfach als Veganerin nicht ganz zustimme. So, jetzt denkt ihr euch, was ist passiert? Habt ihr euch gestritten? Habt ihr euch angespuckt? Habt ihr euch verprügelt? Nein, haben wir nicht. Leider, das ist ja die Scheiße noch daran, das war ultra cool. Also ich habe es als sehr, sehr cool empfunden. Ich habe mich echt gut mit ihr verstanden. Ich glaube auch, dass ich mit der ein cooles Gespräch führen könnte. Nicht, dass sie das will, weil ich bin ja kein Veganer und krieg dann richtig auf den Sack. Also ich bin vielleicht Veganer, also ich bin einfach ich und Anhieb war sie ultra sympathisch, sie hat den wirklich, Leute, ich muss euch sagen, sie hat den Shikes-Humor verstanden. Sie ist so drauf angesprungen, ich habe sie ein bisschen geroastet, sie hat es voll gecheckt, wir waren im Vibe, wir hatten einen Vibe. Ich hatte so ein paar süße Fragen mir überlegt, so ein paar Icebreaker-Sachen, es war wirklich eine kleine süße Situation. Und ich wollte euch hier so einen kurzen Einblick davon zeigen. Ganz kurz, Leute, ich habe das jetzt an sich umsonst gemietet, den Bums. Ich will euch nur ganz kurz zeigen, wie das so aussah und was ich meine, okay? Hier. Wie sieht für dich ein perfektes Date aus? Warte, soll ich das kurz beantworten? Perfektes Date für mich. Nee, ich sag das nicht. Das ist ein Geheimnis. Einbruch ins Schlachthaus, Tiere retten. Das ist mein perfektes Date. Was, Raffaela? Mann, Raffaela, das soll jetzt Fragen sein, die mich... Nachtsichtgerät, Tarnklamotten, Lieblingsfarbe meines Anzugs, Camouflage. Vorbereitet, Van, Allradantrieb mit Fahrer am Laufen, 4 Leute in Position, über Funkgerät verbunden. Bestes Date ever, Alter. Raffaela, wir sollten auf ein Date gehen. Was ist los mit dir? Ach nee, das ist ja das Zerstörungsvideo. Achtung. Thema zu tun haben. Entschuldigung, aber das kannst du von mir nicht erwarten. Gemeinsamer Einbruch ins Schlachthaus und Tiere retten. Und dann 4 Stunden lang gegen Sonnenuntergang fahren, bis man den Lebenshof erreicht. Fühl ich. Kannst du dir das Romantischeres vorstellen? Ja, so ein... Kinobesuch. Boring, mache ich neulich. Avatar 2, langweilig. So. Kann man natürlich machen, wenn man langweilig sein möchte. Oh, okay. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ich würde auch mit ihr connecten. Auf einer gewissen Ebene. Nicht auf allen, aber auf einer gewissen. Persönlich. Eines der coolsten Dates, das ich je hatte, da war ich am Oktoberfest, damals, als ich das noch cool fand. Und da waren wir in der Nacht so aufgedirndelt hingegangen und haben im Bierzelt, wir haben uns einfach irgendwo reingeschlichen, weil es war eigentlich extrem voll und saßen plötzlich auf so einem Business-Tisch mit so Business-Leuten. Mhm. Und die waren alle so eher so stocksteif, aber haben uns halt total viel Bier ausgegeben, weil wir so jung waren. Ja. Keine Ahnung was. Kennst du diese drehende Sobrero, dieses Fahrgeschäft? Ja, ja. Ich habe das noch nie vorher gemacht. Und dann war ich so, komm, komm, und dann hat mich einfach reingezogen. So. Und kurz bevor es halt angefangen hat, sich zu drehen, ich war so, ich kotze gleich, wenn wir das machen, ich kotze gleich. So, aber bevor du kotzt, können wir uns ja noch küssen. Und dann haben wir kurz rumgemacht und dann ging es los und ich habe nicht gekotzt. Und die ist viel ungefiltert auch. Die ist ein bisschen wie ich hier und da, haut die einfach alles raus, ohne darüber nachzudenken. Und da kann einem, glaube ich, schon mal auch mieser Mist raus. Noch lustiger, wenn du tatsächlich wenn ich gekotzt hättest. Ich hab's dir gesagt, das ist was wert. Das wäre die beste Story. War das einer von den Businessmännern? Nee, das war irgendein Typ, den ich ertindert habe. Also es war ultra entspannt, es ging gut los. Im Verlauf des Videodrehs hatte ich halt meine Fragen vorbereitet. Okay, könnt ihr euch vorstellen, Keller Sex war vorbereitet auf ein Video. Das mache ich auch nie. Ich quatsch einfach hier nur in so eine Kamera, während live heute 6700 Leute zuschauen. Das ist quasi Regionalstadion. Binuie. Sobald es ein bisschen kritischer von meiner Seite aus wurde, als ich so Dinge wie den Rassismusvergleich oder den Holocaust-Vergleich, den sie manchmal macht, angesprochen habe, da wurde... Ne, das ist ja auch ein Wording, dem sich Raffaela immer wieder bedient. Rassismus, Speziesismus, Holocaust-Vergleiche, Vergewaltigung, bam, 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 bam. Die benutzt diese harten Worte, um zu verdeutlichen, wie schlimm sie das empfindet, was den Tieren angetan wird. Das kann ich
nachvollziehen. Ob das gerechtfertigt ist, steht auf einem ganz anderen Pamphlet. Auch direkt hat man gemerkt, bisschen emotionaler, bisschen lauter, ja, so ein bisschen hitziger einfach. Ja, ich verstehe auch zum Teil, wenn man etwas sehr stark vertritt, dass man das äußert. Ich bin selbst wirklich, ich bin Feuer und Flamme für manche Dinge. Ihr wisst, same. Ich werde, wenn ich manchmal ein bisschen sauer werde. Ja, ihr wisst, wie ich werde, wenn ich mir Zoo-Videos angucke oder Aquaristen-Wildfang-Videos. Grüße gehen raus. Auch vegan. Also ich bin jetzt niemand, den sie auf der Straße überzeugen muss und auf den sie sauer ist, weil die Tiere ins Schlachthaus schicken, weil sie weiß ja, ich bin vegan. Wo es ein bisschen unangenehmer wurde, war, als sie herausgefunden hat, dass Pepe kein Veganer ist. Weil das geht natürlich nicht. Schon echt unfreundlich zu ihm, also hinter der Kamera einfach, hat nicht mehr wirklich mit ihm geredet, beziehungsweise als sie mit ihm geredet hat, war sie ziemlich unfreundlich, hat ihm auch nicht Tschüss gesagt. Bevor sie das wusste, war sie... Das ist immer auch so, wenn ich mit Zoodirektoren essen gehe oder Leuten, die mit Wildfängen handeln, dann bin ich da super unfreundlich. Ich kann das, wisst ihr? Auch zu ihm nett und freundlich. Also ich weiß nicht, die spielt es halt nicht. Also die lebt es halt wirklich so, wie sie in ihren Videos dann unfreundlich wird zu Leuten und sehr, sehr direkt ist, wenn die keine Veganer sind. So war sie auch hinter der Kamera. Ich wusste ja schon, dass sie alle Leute, die nicht vegan sind, aus ihrem Kreis gebannt hat, obwohl sie... Das ist auch hart. Ich hab auch alle Zooleute aus meinem Kreis gebannt und alle Fischfänger. Aber früher auch noch mit denen zusammengearbeitet. Auch erst seit 2 Jahren vegan. Ist aber auch nicht so ein hartes Thema wie Ernährung oder Leben. Dass sie auch hinter der Kamera zu jemandem, der jetzt nicht direkt einen Bezug zu ihr hat, unfreundlich wird, weil er nicht vegan ist. Wir waren halt zu viert auch, wisst ihr? Es war natürlich ein bisschen unangenehm. Wir waren wirklich zu viert. Es waren ich, Pepe, ihre Kamerafrau und sie. Es ist nicht mein Standpunkt, dass wenn man in allen Dingen und Überzeugungen nicht gleicher Meinung ist, man schlechter miteinander umgehen muss. Wichtiger Satz. Den ich so unterschreiben würde. Ich habe ja auch Menschen, mit denen ich arbeite, die... Also früher habe ich wirklich noch mit Menschen zusammengearbeitet, die immer noch auf Expeditionen Fische gefangen haben, zum Beispiel für Aquarien. Das waren auch immer noch meine Freunde. Sind sie heute nicht mehr, aber damals waren sie das noch. Und ich habe mir den... Ich gehe heute noch mit Leuten in Meetings, die Fleisch essen. Das ist ja logisch. Oder ich treffe mich auch mit Leuten, die noch in Zoos arbeiten, die mir dann Oh, ich rede lieber nicht weiter. Also das kann man schon nachvollziehen. Nur weil man unterschiedliches Gedankengut hat, heißt das nicht, dass man nicht miteinander sprechen muss. Es sei denn, man ist bei der AfD zum Beispiel. Das geht nicht. Da kann man nicht miteinander sprechen. Kommt natürlich darauf an, wie... Ich bin auch zu jeglichen Anglern freundlich. Das ist nicht dasselbe. Das stimmt, Curlekind. Ich bin auch zu Anglern freundlich, auch zu Catch-and-Release-Anglern. Ich habe auch hier mit dem Yoshi Nato und so geschrieben und uns ausgetauscht. Also ich bin jetzt nicht super unfreundlich und sage, ihr seid alles Arschlöcher. Das mache ich nicht. Diese Sachen sind für sie, ist ja Fleischessen eben sehr extrem. Aber gut, das war so die Situation, dass ihr das ein bisschen versteht. Es gab super coole Momente. Insgesamt war ich voll happy mit dem Videodrehen und war so, ey, komm Kyla, du hast was Cooles gemacht. Das wird ein gutes Video. Und dann... Und das stammt ja aus einer Zeit, wo sich Raffaela, was ja smart und marketingmäßig clever ist, mit allen möglichen Leuten von Leon Mascher bis Charo und so weiter, mit allen getroffen hat und dieses Thema Veganismus einfach in fucking alle Köpfe geprügelt hat. Und das... musst du dir erstmal trauen, das musst du erstmal machen, diese Energie musst du aufwenden. Und es ist ja nicht so, dass dahinter die vegane Tierschutzpartei steht, die sagt, Raffaela, hier für jedes Interview kriegst du über 5.000 Euro. Ne? Da ist eine Menge Eigenmotivation auch am Stand. Ich will nur, dass ihr das immer von allen Seiten seht. Ganz wichtig. Wir kommen noch zum Punkt. Dann kam der Downer. Oh Mann, habe ich dann ein paar Nachrichten bekommen, die mich so ein bisschen besorgt haben. Und zwar hat dieser Mann, wie heißt denn der jetzt? Tilted Floste. Was ist denn überhaupt? Ich kenne Tilt- und Shift-Objektive, aber Tilted Floste sagt mir noch nichts. Aber genau das wurde mir eben auch geschickt. Genau so ging es mir auch. Ich meinte es eigentlich gut und dann bekam ich ganz viele Nachrichten an dieses Video. Gar kein Disrespekt an diesen netten Veganer hier auch. Der hat nämlich ein Video gemacht, in dem er Raffaela exposed. In dem er ein paar Sachen rausgekramt hat, die leider ein bisschen problematisch sind. Ein paar von euch haben mir geschrieben, hey, überleg dir bitte nochmal, ob du ihr wirklich deine Plattform geben willst, weil... Ein paar. Also mir haben Dutzende Leute geschrieben, was ich für ein Arschloch bin, dass ich dieser verdammten Bip-Bup-Bip eine Plattform biete und die sei ja völlig Bip-Bup und dadurch bin ich ja auch völlig Bip-Bup und dann sind wir alle am Ende Bip-Bup und das kann ja nicht sein. Also auch das fühle ich, liebe Kayla. Auch wenn Veganismus ultra wichtig ist, das ist halt nicht wirklich vertretbar und ich glaube auch nicht, dass es deinen Werten entspricht und da habt ihr auch vollkommen recht. Ich könnte euch das Video von ihm sehr gerne ansehen, aber gucken ich sage euch ein
Kurzfassung, ein paar Sachen, die da halt thematisiert werden. Sie hat da leider ein paar Sachen geäußert, die absolut nicht mit meinen Werten vereinbar sind. Die Äußerungen haben sich auf Trans-Menschen bezogen und generell Leute aus der LGBTQ-Plus-Community, als auch generell einfach auch Frauen und Dickpics. Sie hat zum Beispiel geäußert, dass Dickpics nicht strafbar gemacht werden soll. Das sehe ich anders. Oder Catcalling relativiert und gesagt, dass es okay ist und man es als Frau als Kompliment sehen soll. Man soll dazu unbedingt das Reaction-Video auf Militante Veganerin Exposed von Stay gucken. An dieser Stelle eskaliert der Typ völlig. Supergeil. Der greift das wirklich wunderbar auf, so nach dem Motto, ey, geile Hupen, du geile... Und dann sagst du als Frau, vielen Dank für das liebe Kompliment. Lauten Kompliment machen können und ich bin so... Übrigens, dazu nochmal diese Dickpic- und Catcalling-Geschichte, das gibt es andersrum übrigens auch. Nur, dass wir das nicht immer vernachlässigen, ne? Das ist zwar 99:1 oder vermutlich noch geringer, aber fragt an dieser Stelle mal Malte Zierten, was ständig in seinem Posteingang vorherrscht. Ich bin da zum Glück bisher relativ verschont geblieben, aber Malte Zierten kriegt immer mal wieder eine auf den Sack, wo ich denke, Alter, ja... Junge, Junge, ihr Frauen seid auch manchmal Schlingel. Mann, Mann, Mann. Oh. Digga, komm schon. Also das ist, ihr wisst, mit dem Scheiß, da kommst du bei mir auch nicht weit. Also da hätte ich mich mit ihr mal gerne drüber unterhalten, warum Catcalling und Dickpics absolut nicht okay sind. Ihr wisst, ich muss, glaube ich, nicht erklären, was Dickpics sind. Und Catcalling vermutlich auch nicht. Ne? Das ist wirklich, wie gesagt, einer Frau so richtig asozial hinterherpfeifen und sie auf ihren Körper und ihr Aussehen reduzieren und es wirklich so richtig primitiv. Ne, Bauarbeiter, nicht, dass ich was gegen Bauarbeiter habe, aber die so richtig vom größten. Dich würde ich aber. Hier aber. Ne? Ich glaube, mit euch muss ich da nicht drüber reden, weil ihr seid alle meine Schlauen. Auch dieser Bezug zum Rassismus und Holocaust. Dazu kommen noch ein paar andere Punkte. Könnt ihr euch das Video ansehen, wenn es euch interessiert. Das war alles so ein bisschen, boah, da dachte ich mir so, sie hat mir echt oft gedankt in dem Video, dass ich ihr eine Plattform biete, obwohl... Mir hat sie nicht gedankt, dass ich ihr eine Plattform biete. Was soll das denn? Ich habe kein Geschenkepaket von Raffaella bekommen mit veganer Salami. What the fuck? Wegen ihrem radikalen Veganismus so umstritten ist. Und das war genau das, was ich auch in meinem Trends 2022 Video gesagt habe, dass ich es nicht als radikal empfinde, was sie macht. Ich auch nicht. Wirklich Veganismus, also dass sie sich... Oder doch, radikal schon, aber nicht radikal schlimm. Ich habe da ja gesagt, ich finde Aktivismus super wichtig, vor allem in diesem Bereich. Und man braucht Leute, die Grenzen überschreiten. Aber... Das hat sich auf den Veganismus bezogen und auf meine lieben Tierchen, die ich beschützen will. Ganz wichtig, immer alles im Kontext sehen, was sie über Veganismus sagt, würde ich so alles unterschreiben. Bisher, was ich weiß, was ich gesehen habe. Darauf war das bezogen. Klar, Leute sagen, oh, Veganismus ist komplex, das ist alles nicht so einfach und so. Hätte mir jemand vorher gesagt, was es bedeutet, wenn man Videos über Veganismus macht, hätte ich noch viel mehr Veganismus-Videos gemacht. Weil ich es ist das Kitzeln, das Reizen des Internets liegt mir ja auch im Blut. Ich finde, es ist schon einfacher, als sich Leute machen oder eingestehen wollen. Auf jeden Fall habe ich dann für mich drüber nachgedacht, kann ich dieses Video einfach so hochladen, unkommentiert? Das denke ich mir nie, das macht Max immer für mich. Ist gar kein Problem. Kann ich wirklich nicht machen, weil dann assoziiere ich mich ja mit einer Person, die... Das weiß ich nicht. Das ist etwas, was mir vorgeworfen wurde. Ich habe ein Video über Raffaella Raab hochgeladen. Ich assoziiere mich mit ihr. Ich bin ihrer Meinung. Ich gebe ihr eine Plattform. Ich bin genau wie Raffaella. Ich sollte auch gecancelt werden. Oh, da ist eine Menge Ich dabei. Dabei geht es doch um sie. Transfeindlich ist. Und dann habe ich mir gesagt, gut, ich schreibe ihr mal. Und gerade weil gerade so... Jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus will, nach ungefähr 40 Minuten Gequatsch. Längsten Videos der Welt. Max, machst du bitte an dieser Stelle ungefähr 8 Werbevideos rein, dass wir so richtig ordentlich Patte verdienen für vegane Hafermilch in meinen Kühlschrank, ja? Bitte. Danke. Aufmerksamkeit auf ihr ist und sehr viele Leute ihre Position als radikal empfinden oder hassen, was sie macht, weil sie ihr Fleisch so doll lieben, ihre Tiere auf dem Teller. Wollen bestimmt viele Leute ihren Ruf zerstören, aber der Typ, der das Video zum Beispiel gemacht hat, ist ja... Wesentlicher Punkt. Über mich. Über alle größeren Creator da draußen gibt es Videos, die Zerstörung von Robert, die Zerstörung von Robert Mark Lehmann gibt es auch nicht, das kommt noch dieses Jahr spätestens bestimmt, aber Robert Mark Lehmann tischt Lügen auf, Robert Mark Lehmann kackt ab, Robert Mark Lehmann dies, Robert Mark Lehmann das. Ja, ne, irgendwas ist ja immer.
Und deswegen gebe ich erstmal grundsätzlich nicht so viel auf sowas. Hm. Ist Veganer. Deswegen habe ich gesagt, gut, im nächsten Schritt, ich frage sie. Ich spreche sie darauf an und sage, hey, ich vertrete absolut nicht, was du in diesem Video da gesagt hast. Falls es von dir kommt, ich bin mir jetzt irgendwie unsicher, wie ich damit umgehen soll, wenn das wirklich von dir kommt. Und dann hat sie irgendwas in Richtung gesagt, du hast mich kennengelernt, du weißt, ich bin für alle offen und du weißt, ich würde niemals jemanden diskriminieren. Ich bin gegen Diskriminierung aller Art. Dann habe ich nochmal nach. Wenn man gegen Diskriminierung aller Art ist, redet man auch nicht mit Nazis, weil die sind nämlich Diskriminanten. Diskrepanzen? Diskriminierer. Dann ganz klar, mit Neonazis, Nazis und rechten Arschlöchern redet man nicht, Punkt. Also es ist ist eine ganz einfache Regel, die man schon im Kindesalter beigebracht bekommt. Fakten gesagt, okay, aber hast du diese Sachen im Video denn gesagt? Kommen die nicht von dir? Darauf hat sie mir leider keine klare Antwort gegeben. Oh. Gibt es bisher eigentlich ein Statement von Raphael? Alles wird ja immer sofort Statement. Ist bei mir auch so? Ich sage irgendwas Kritisches, im Internet gibt es einen Shitstorm, irgendwas geht viral. Sofort trudeln hunderte Nachrichten ein. Robert, wo bleibt dein Statement? Naja, also man muss ja nun nicht auf alles immer gleich ein Statement raushauen, aber hat sich Raffaela zu den ganzen Vorwürfen bisher irgendwo geäußert? Mir ist es nicht bekannt, ich habe noch nichts gelesen. Das ist jetzt die erste, einzige Aussage, Teilstatement dazu, ne? Das reicht für mich aus, zu sagen, wenn du mir nicht ganz klar sagen kannst, ich habe mit diesen Aussagen nichts zu tun, ich habe das nicht geschrieben. Jemand. Naja, oder du sagst die Aussagen, die wir uns noch angucken werden, ey, scheiße, 4 Jahre her, meine ich heute nicht mehr, ich würde es löschen, wenn ich könnte, oder ich habe mich verändert, oder ich sehe das heute nicht mehr so, gibt es ja auch. Ne? Ich habe früher auch Sachen gesagt, auf die ich vielleicht heute nicht mehr stolz bin. Ich habe echt nur Sachen gesagt, auf die ich stolz bin. Nein, aber ihr wisst es doch, man verändert sich auch in seinem Leben. Man sagt früher Dinge, die waren vielleicht unreflektiert. Es gibt einen Livestream. Es wird der Tag kommen, ich prophezeie es, wo ich auch in einem Livestream irgendeinen Scheiß erzähle, für den ich mich hinterher garantiert entschuldigen muss, weil ich es nicht so gemeint habe, weil ich es nicht reflektiert habe, weil ich es nicht besser wusste oder weil ich einfach ein Arschloch war. Das wird passieren. Und wichtig ist, dass man hinterher darüber nachdenkt und sagt, ey, das war vielleicht doch nicht ganz so geil. Ne? Wisst ihr noch bei meinem Fisch und der Pussy? Diese Geschichte zum Beispiel, wo ich mich hinterher entschuldigt habe, weil ich dachte, naja, stimmt, habt ihr recht, ist ein bisschen blöd. Also von daher, okay. Versucht, meinen Ruf zu zerstören. Wenn jetzt irgendwer um die Ecke kommen würde und sagen würde, oh mein Gott, Kyla Shikes hasst alle Menschen mit pinken Haaren, dann würde ich direkt sagen, Leute, Bullshit, habe ich nie gesagt, das ist ein Fake-Account. Kann ich beweisen, der ist nicht von mir, etc. Weil das sind auch schwere Anschuldigungen, meiner Meinung nach. Ja, die Anschuldigungen ihr gegenüber, ich finde die jetzt nicht so ultra schwer, die sind aber schon, die sind unangenehm. Definitiv. Auch zu sagen, okay, du bist potenziell transphob, ich fände es hart, wenn... Transphob finde ich beschissen, was soll der Scheiß? Das finde ich wirklich, das ist ein absolut Nulltoleranz, was soll der Quatsch? ...von mir sagen würde. Und ich würde alles machen, um zu sagen, hey, boah. Oder sich zumindest von diesen Aussagen absolut distanzieren, zu sagen, das war vor 4 Jahren, ich war dumm. Man darf Dinge sagen und sie im Nachhinein nicht mehr so vertreten. Das ist... Wichtiger Satz, aber was auch nicht relativiert, dass es damals schon scheiße war, ne? Ja, okay. Unsere Gesellschaft so dieses Ding von wegen, oh, wenn du einmal in deinem ganzen Leben irgendwas gesagt hast, dann denkst du das für immer und... Nein. Und man kann sich auch für Dinge, die man mal gesagt hat, entschuldigen. Und man kann auch Dinge irgendwann mal anders sehen und reflektierter betrachten. Das wichtig ist nur, dass man das macht. Weil nur dann kannst du als Mensch auch insgesamt wachsen. Meinung kann sich nie ändern, aber man darf seine Meinung ändern über Dinge und man darf sagen, ey, was ich da früher gesagt habe, war Bullshit. Hat sie aber nicht. Und... Na, vielleicht hatte sie auch einfach noch keine Zeit neben den ganzen Interviews und allen Sachen und vielleicht kommt noch ein Statement oder es kommt noch eine Entschuldigung und bis dahin, weiß ich auch nicht, essen wir alle wieder ein Hackbällchen oder, nee, weiß ich, scheiße, keine Ahnung. Die Situation ist schwierig. Das ist sehr schade. Dann mache ich lieber ein Video, in dem ich euch erkläre, weil mir auch ultra viele schon deswegen geschrieben haben, wann kommt das Video. Und man muss sich als Creator immer rechtfertigen, ganz wichtig. Da haben sich auch voll gefreut, dass ich das Video leider nicht hochladen werde. Und das finde ich krass. Ich finde das einen krassen Schritt. Ich habe das auch schon von anderen Creatoren gehört. Ah, ich habe ein Video mit ihr gemacht und ich habe das dann gelöscht oder nicht hochgeladen. Das finde ich... Dann ist ja alles umsonst gewesen. Und dann... Oder kann man es mit einem Add-on? Na, ich weiß auch nicht. Den Wissensstand nicht leider. Nach dem Wissensstand, den ich beim Videodreh hatte, ist es ein Leider. Ich will einfach niemandem eine Plattform bieten und ihn noch von dem positiven Aspekt beleuchten, was ich in dem Video auf jeden Fall gemacht habe, der in irgendeiner Art und Weise diskriminierend ist, weil es reicht nicht aus, nur zu sagen, wir beschützen die Tiere, wenn man solche Sachen sagt oder sich über... Aber
immer im Kontext sehen, das Veganistische, wenn das überhaupt ein Wort ist, das, was sie sagt, ist ja okay. Die anderen Sachen sind nicht okay. Und dann ist es blöd, wenn das dann den Veganismus beschmutzt, beziehungsweise sie downgradet in ihren Aussagen über Veganismus. Wisst ihr, was ich meine? Das ist dann blöd. Das ist unklug. Trans-Menschen lustig macht und sowas, die halt da gemacht hat. Ich möchte, dass ihr euch wohlfühlt, wenn ihr meine Videos schaut und solche Aussagen. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Dass sich alle wohlfühlen, außer die, die ich kritisiere. Die sollen sich nicht wohlfühlen. Die gehen einfach überhaupt nicht klar und werden auf diesem Kanal verbannt. Und auch wenn sich wahrscheinlich viele auf dieses Video gefreut haben, hoffe ich, dass ihr meine Entscheidung nachvollziehen könnt, dass ich das Video so nicht hochlade. Ich würde euch trotzdem sehr gerne meine ein, zwei... Nicht abschalten jetzt, ihr Arschlöcher! Bleibt jetzt mal dran. Ja, nur weil ich nicht in Unterwäsche auf einem öffentlichen Platz stehe und euch nicht anschreie, heißt nicht, dass ihr mich nicht ernst nehmen könnt. Ich könnte das auch mal machen, in Unterwäsche auf einem öffentlichen Platz stehen und rumschreien. Wenn man mich dann ernster nehmen würde, in Bezug auf Zoos, Wildfänge, Pelze, Milch und so weiter, dann mache ich das. Soll ich das machen? Nein, also Kayla Shikes, es tut mir leid, dass ich nicht so richtig... Kayla Shikes, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, ich bin des Internets nicht mächtig, also erstmal finde ich dieses Video gut. Und sie sagt in dem Video noch ihre Gründe, warum sie vegan lebt. Ihr seht schon, es gab also dieser Art einige Videos. Und ich wollte nur darauf hinaus, das ist quasi das einzige Statement, was wir bisher kennen. So, ne? Dass sie sagt, naja, ihr kennt mich und bla bla. So, dann hat der liebe Alpha Kevin, ich gucke immer mal beim Mittagessen, gucke ich ab und zu mal ein Video von Alpha Kevin und ziehe mir den rein. Ich finde den ganz witzig. Ich kann auch nichts über ihn sagen, aber ich mag seinen Dialekt, er hört sich immer an wie mein Heimatdialekt und auch er hat ein Video zur militanten Veganerin gemacht, was ich mir angeschaut habe und er hatte eins hochgeladen und hat es dann sogar wieder runtergenommen und sich entschuldigt, dass er ihr die Bühne gegeben hat. Das finde ich sehr drastisch. Irgendwie, weiß ich auch nicht, ich finde ihn ganz witzig. So, und der haut auch immer schön einen raus, der kriegt auch gut Lack, der kritisiert auch oft und so und gehört, glaube ich, zu den Guten. Also, unbedingt, ich verlinke euch die ganzen Reactions auch mal unten. Nicht ich, sondern der Max macht das. Wenn er es vergisst, dann gebt ihm auf den Sack. Ja. Dann, Aljoschas Video dazu habe ich mir angeguckt. Ist ein schönes Standbild, Aljoscha, tut mir total leid. Mit dem habe ich heute auch lange telefoniert. Nicht dazu, zu anderen Sachen. Aber das könnt ihr euch auch anschauen. Aljoscha, das Standbild geht gar nicht. Ich gebe dir was Netteres. Das ist besser. So. Aljoscha bringt in diese ganze Thematik noch einen ganz anderen Blickwinkel mit hinein, aus der queeren Sichtweise, also wenn es um Transphobie und Ähnliches geht, aber eben auch zu veganistischen Aussagen. Also auch eine sehr gute Reaktion darauf und ein sehr gutes Meinungsbild aus meiner Sicht, was euch gute Ideen gibt. Dann, die liebe Alicia Joe hat auch was gemacht, ein paar Worte zur militanten Veganerin. Jetzt fange ich schon an, wie damals die beiden Catch and Release Boys, die Leute falsch auszusprechen, aber nicht mit Absicht. So, auch mal reingehen, dann, wie gesagt, die Reaction, die militantere Veganerin. Ist das dann die Tochter der Veganerin? Die noch militantere Veganerin? Die extremere Veganerin? Na, ihr wisst schon, wen ich meine. Anyway, die Reaction habe ich mir vorhin zum Mittagessen reingezogen. Boah, viel, viel richtig, viel Fremdscham, viel lustig, viel Lachen. Ein geiler Typ, der hat auch schon Videos von mir angeguckt und er hat sich einmal richtig echauffiert. Warum er ein Video von mir nicht guckt? Jetzt hört auf, ihm auf den Sack zu gehen und schickt ihm nicht mehr Robert Mark Lehmann Videos. Aber grundsätzlich habe ich immer das Gefühl, dass ich ihn irgendwie kenne, was ich nicht tue und dass er aus Leipzig kommt, was er vielleicht gar nicht tut. Einfach vom Dialekt und ich mag seine Redensweise und ich glaube, er ist ein schlauer Typ. Und ich mag ihn. So. Das ist auf jeden Fall auch ein geiles Reaction-Video und jetzt sind wir schon bei Tilted Floste und das ist das, was wir uns jetzt angucken und wozu ich dann auch mal so ein bisschen vielleicht hier und da noch was sage, wenn man überhaupt noch was sagen muss. Das sind quasi die Anschuldigungen und das ist immer so ein hartes Wort, ne? Anschuldigung, und auch der Tilted Floste benutzt das Wording, ich will ihr nichts Böses, ich will nur sie zum Nachdenken anregen, dann finde ich aber ein Exposed im Titel ist schon in your face, Bitches. Nichtsdestotrotz, alles mit dem nötigen Weitblick betrachten, alles in den nötigen Kontext setzen und nicht einfach blind folgen. Und das war für mich ganz wichtig, weswegen ich mir all diese Reaction-Videos zum Thema angeschaut habe, um mir einfach
so ein gesundes, grundsätzliches Meinungsbild von Menschen zu holen, die ich schätze in anderen Meinungen. Das sind all die, die ich euch da gezeigt habe. Und da gibt es bestimmt noch mehr. Auch ein Unge hat, glaube ich, drauf reagiert. Ne? Auch den schätze ich in seinem Meinungsbild. Und ja, aber all das gehört zur Betrachtungsweise der militanten Veganerin dazu. Und ihr habt mich nach meiner Meinung zu ihr gefragt. Und langsam ergibt sich über den Beschäftigungszeitraum ein gewisses Bild. So, let's go. Mit Vorname Raffaela, kommt aus Österreich, ist 26 Jahre alt und hat 7 Monate als Ärztin gearbeitet, bis sie ihren Beruf an den Nagel gegangen hat und sie quasi über Nacht zur Vollzeitaktivistin wurde und ist für ihren veganen Aktivismus hinlänglich bekannt von vielen Leuten da draußen. Und nochmal für alle Nicht-VeganerInnen, die dieses Video sehen, erkläre ich jetzt mal kurz den Begriff Speziesismus, da der später auch nochmal im Video auftauchen. Das ist ja ein Begriff, den Raffaela sehr häufig verwendet und ich bis heute nicht weiß, wie man den richtig ausspricht. Speziesismus, Speziesismus, ich habe es bis heute nicht verstanden. Aber es gibt auch genügend Videos über mich. Robert Mark Lehmann hat Veganismus nicht verstanden. Robert Mark Lehmann fickt Veganismus. Robert Mark Lehmann hat Veganismus fast verstanden. Robert Mark Lehmann hat Speziesismus erst recht nicht verstanden. Das nächste Video von Tilted Floste. Behandelt wird, dass man ihn halt so ein bisschen im Hinterkopf hat. Okay. Speziesismus, eine Wortkombination aus dem Wort Spezies, also eine Art und Ismus, bezeichnet die moralische Diskriminierung von Lebewesen ausschließlich aufgrund ihrer Artzugehörigkeit. Analog zum Rassismus, also die Diskriminierung von Menschen anhand äußerlicher Merkmale wie Hautfarbe, und Sexismus bei der Diskriminierung anhand des Geschlechts, um da mal zwei Beispiele zu nennen. Die ist im letzten Jahr von Tausenden bis jetzt Hunderttausenden und Millionen Aufrufen auf YouTube-Videos und ihren TikToks enorm gewachsen. Durch ihre provokante Art polarisiert sie sehr, hat aber dadurch stark an Reichweite gewonnen. Ein Teil dazu. Und das muss man ihr zugutehalten. Sie hat das Thema Veganismus in viele Köpfe gebracht, aber vielleicht nicht immer mit einer sehr, sehr guten Art und Weise, sondern so, dass vielleicht sogar viele sagen, Veganer finde ich richtig scheiße. Weißt du, militante Veganerin, was für eine blöde Kuh, die kotzt mich richtig an, habe ich gar keinen Bock drauf, deswegen habe ich keinen Bock auf Veganismus. Und ich glaube, dass das ein Aspekt ist, über den man sprechen sollte, weil ich habe erst heute eine Nachricht gekriegt, ich habe sie gescreenshottet, wartet. Ich wollte sie euch vorlesen, weil ich fand sie zu dem Thema ganz gut. Von Tobias. Grüße gehen raus, Tobi. Hi Robert, ich habe mir viele von deinen Videos angeschaut und mich aus dem Grund seit einiger Zeit dazu entschieden, vegan zu leben. Ganz früher fand ich Veganer bekloppt und jetzt habe ich es verstanden und bin selbst einer geworden. Danke fürs Aufklären. Und ich glaube, dass das vielen Menschen so geht, weil ich einfach versuche, etwas diplomatischer an die Geschichte ranzugehen, was aber Menschen wie einem Mark Korhammer oder einer Raffaela eben nicht passt. Auch ihre viral gegangenen Clips bei, in denen sie Nicht-VeganerInnen hart angeht und zum Beispiel als Tierschänder oder Tiermörder bezeichnet. Ich lebe selbst seit über einem Jahr vegan. Aber da frage ich mich jetzt in diesem ganzen Zusammenhang, wo ich auch kritisiert wurde, ist dann ein Veganer, der Auto fährt und bei dem hunderttausende Insekten auf der Frontscheibe zerplatzen und ein Vogel überfährt, dann auch kein Veganer? Das sind schwierige Fragestellungen alles auch. An. Und muss sagen, dass sie inhaltlich recht hat, wenn es um die Tierindustrie an sich geht, außer gewisse Aussagen, auf die ich hier später noch eingehen werde. Ich finde, dass jede Form des Aktivismus seine Daseinsberechtigung hat und man verschiedene Menschen auf verschiedenen Wegen erreichen kann. Ja, gibt es eigentlich auch rechte Aktivisten? Dann hätte Aktivismus da keine Bühne verdient. Die Kritik in diesem Video richtet sich eher gegen ihre öffentlichen Äußerungen, die für mich widersprüchlich als Veganer sind. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele widersprüchliche Äußerungen ich auf der Welt schon gemacht habe. Ohne Ende. Da gibt es bestimmt Leute, die mal Videos zusammenschneiden. Robert Mark Lehmann exposed hier seine widersprüchlichsten Aussagen. Fasst Wildtiere bitte nicht an. Im nächsten Video hält Robert ein Wildtier in die Kamera. Garantiert. Und sie auf dem größten deutschen veganen Discord-Server und auf TikTok, YouTube und Twitter verbreitet. Und nur um es nochmal klarzustellen, es geht hier nicht darum, sie als Person hier irgendwie fertig zu machen, sondern aufzuzeigen, was ich persönlich kritisch sehe und hoffe, dass durch so manche Erklärung hier vielleicht sowas wie Einsicht gezeigt wird. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung und man darf auch mal was kritisch sehen. Das ist schon okay und man kann dann hinterher sagen, ey, da lag ich daneben. Ich liege auch manchmal daneben. Informationen in diesem Video habe ich Mitte letzten Jahres per Zufall entdeckt und erstmals gesammelt. Es wurde auch schon von einigen Personen versucht, diese zu verbreiten und Menschen aufzuklären bzw. damit zu konfrontieren. Aber dazu gibt es später in diesem Video noch einen extra Punkt. Okay.
Der Discord. Ich musste ja persönlich auch erst lernen, was ein Discord ist. Es gibt ja auch einen Mission Erde-Discord. Der Discord Vegan Dreamland generell. Sie agiert seit langer Zeit auf dem größten deutschen veganen Discord-Server und beteiligt sich dort an Diskussionen, verbreitet ihre Videos und Informationen. Derzeit befinden sich auf diesem Server über 18.000 Mitglieder. Ich sehe diesen Server persönlich als sehr kritisch an. Ich sehe Server allgemein als sehr kritisch an. Dort viele Dinge stehen gelassen und nicht unterbunden werden, die nach meinem Empfinden moderiert gehören. Dazu zählt zum Beispiel auch... Ey, ganz wichtig und Kudos gehen an dieser Stelle daraus an alle Moderatorinnen und Moderatoren, die auf meinem Discord, auf dem Mission Erde Discord-Server in meinem Namen moderieren, weil auch da gibt es bestimmt Situationen, die man moderieren muss ab einer gewissen Größe. Ich kann nur sagen, ich habe damit nichts zu tun, nichts am Hut, aber am Ende gehe ich ins Gefängnis, wenn da irgendwas schiefläuft, vermutlich. Oder was? Also reißt euch gefällig zusammen auf meinem Discord-Server und seid lieb zueinander. Das ist das Allerwichtigste. Aber bei einer gewissen Größe muss immer moderiert werden, merke ich ja hier im Chat. Müsst ihr mal meine Moderatorinnen fragen, aber die sind eigentlich... Ich habe ja einen lieben Chat. Ich habe ja einen sehr, sehr netten Chat. Weil er nur für Mitglieder ist und Robert nur Geld verdienen will. Ganz genau. Rechtsextremes Gedankengut, was dort... Das geht gar nicht. Also rechtsextremes Gedankengut geht auf keinem Server. Es wird dort geteilt, es wird dort behandelt, es wird diskutiert. Wieso, was tummeln sich, na gut, ich wollte gerade sagen, was tummeln sich die Rechten auf dem veganen Server und dann ist es mir aber selbst klar geworden, dass sich Rechte ja überall tummeln. Ohne, okay. Dass da anscheinend irgendwas aus der Richtung wegmoderiert wird. Einer von diesen Akteuren ist der Germane, welcher dort... Schöner Name, nicht, aber das zeigt vermutlich schon die Gesinnung. Ich habe vorhin ganz kurz gegoogelt, ob man irgendwas über den Germanen findet. Grundsätzlich findet man so ein paar Videos von dem Germanen und da merkt man auch schon schnell, ich sag mal, woher der Wind weht. Längere Zeit agiert hat und von dem Serverbetreiber und der Community toleriert wurde. Dies wurde mir bewusst, als der Serverbetreiber ein neues Video auf seinem YouTube-Kanal hochgeladen hat. Der vegane Germane. Oh. Nein. Als ich das dort angesprochen habe, wird der... Tilted Floss hat was angesprochen, ne? Kanal angeschaut, warum wird da mit einem Nazi geredet und dem eine Plattform geboten, nur weil der vegan ist. Also das ist auch etwas, was ich unterschreibe, Tilt Floste. Nur weil ein Nazi vegan ist, heißt das nicht, dass man mit ihm spricht. Nazis? Nein. Wir sprechen nicht mit Nazis. Es sei denn, sie sind in einem Rehabilitationsprogramm, weil sie keine Nazis mehr sein wollen. Dann sprechen wir mit Nazis. Sonst nicht. Germane und der Serverbetreiber direkt darauf angesprungen. Und ich solle denn in eine Debatte kommen. Das ist er, der Germane. Germane ist auch gleichzeitig Bodybuilder. Okay. Natürlich ausgeschlagen habe und den Server verlassen habe. Da ich damit nichts zu tun haben wollte, diese Nachrichten und diese Diskussion wurde natürlich zeitnah gelöscht. Nun mal zur Einordnung von diesem rechten Akteur. Wie kommen wir nun zu Raffaela? Das ist wichtig. Er war damals auf Twitch sehr aktiv und wurde wegen Holocaust-Relativierung von Twitch gebannt, während er mit zwei größeren StreamerInnen ein Gespräch hatte, und diese kritischen Aussagen dort in einem Live-Gespräch getätigt hat und während des Gesprächs noch von der Plattform verbannt wurde. Ja, den Holocaust kann man auch nicht relativieren. Also, kann man schon, aber dann ist man ein Vollidiot. Also, der Holocaust ist der Holocaust. Das ist mit das Schlimmste, was auf dieser Welt je stattgefunden hat, was wir Menschen verursacht haben. Da gibt es nichts zu relativieren, zu vergleichen. Der Holocaust ist Holocaust und Holocaust war scheiße. Nee. Ich versuche ja immer, Leute zu verstehen oder warum. Ich kann Raffaela verstehen, warum sie diesen Begriff anwendet für die Tiere. Vergasen, Schweine, Massen, verstehe ich alles. Aber der Holocaust ist Holocaust. Es ist ein, der Tilted Flosse sagt das auch gleich, ein singulares Ereignis. Nicht zu vergleichen mit irgendetwas anderem. Sehe ich völlig genauso. Ja. Und in dem ersten Video, was ich mir über Raffaela angeschaut habe, hat sie das auch irgendwo erwähnt. Ich habe mir das einfach angeguckt, nichts dazu gesagt und wurde dafür kritisiert, dass ich nichts dazu gesagt habe. Kann ich aus der jetzigen Perspektive durchaus verstehen, aber ihr müsst mal aufhören, mich für Dinge zu kritisieren, die ich nicht gesagt habe. Kritisiert mich lieber für Dinge, die ich gesagt habe. Jetzt zum Beispiel. Kritisiert mich, dass ich nicht genug kritisiert habe. Wäre das dann... Da war er dort auch mit einem weiteren Kanal unterwegs, wo er dann auch aktiv für Vegan Dreamland geworben hat. Und zwar alles zu der Zeit, wo er auch selber auf dem Server aktiv war. Spannend, was sich da manchmal für Verstrickungen ergeben, wenn man so ein bisschen forscht. Ich forsche auch gerade an einer Kleinstverstrickung. Grüße gehen raus. Ah, wenn der wüsste, wie ich schon im Game drin bin. Dieser Account ist von Twitch auch schon länger wieder gesperrt worden und auch von dem Discord-Server ist er mittlerweile verschwunden. Was es für mich aber nicht besser macht, dass solche Akteure
dort eine Plattform geboten wird und sowas dort toleriert wird. Oder dass Nazis sollte man gar keine Plattform bieten. Lieder auch solche Dinge dort schreiben, verbreiten können, ohne dass da von dem Server Ab welchem Hautfarbenton darf man N-Wort sagen? Na, immerhin sagt er schon nicht das richtige Wort, sondern das N-Wort. Okay. Also, guckt's euch in den Reactions bei den anderen an. Stay, Alyosha, die sagen dazu genug. Das ist ein, das, dazu kann ich nicht mehr sagen als einfach nein. Einfach nein. Einfach nein. Einfach nein, leider gar nicht, leider nein, leider Strafanzeige. Leider scheiße. Der Chat schreibt gerade, aber nicht reden ist ja auch keine Lösung. Du redest ja auch mit Zooleuten. Ja, das ist auch was anderes. Zooleute sind etwas anderes als Nazis. Nazis sind grundsätzlich... Wer ein Neonazi ist, das muss man hier... Das kennt ihr von mir, das ist in meinen ersten Videos auf diesem Kanal. Ich bin der Meinung, man sollte mit Nazis jeglichster Art nichts zu tun haben, ihnen keine Plattform bieten, nicht mit ihnen sprechen, es sei denn, sie sind in einem Reha-Programm. Das habe ich schon 100.000 Mal gesagt. Und an dieser Scheiße sieht man, warum. Weil es menschenverachtende F-Punkt-Otzen sind, die einfach rassistisches Gedankengut verbreiten, was ich noch nie verstehen konnte. Wie man Menschen in Rassen einteilen kann. Wir sind alle gleich. Uns eint alle ein Ding. Dieser Planet, auf dem wir leben. Da hocken wir alle gleich drauf. Und es gibt keine Unterschiede zwischen Menschen. Von Natur aus. Also hört auf, diese verschissene, faschistische, rassistische Drecksscheiße zu verbreiten. Sonst werde ich wirklich, wirklich... Nee, ich werde nicht. Ich bin schon äußerst wütend. Und jeder, der auch nur annähernd irgendetwas darüber sagt und sich positiv zu Rassismus und Nazihaftigkeit äußert, ist ein Idiot. Liebe Kinder da draußen. Ja? Und seid vorsichtig, in welchen Arten und Weisen sich Menschen, die dieses Gedankengut in sich tragen, versuchen in der Gesellschaft an verschiedenen Orten und Enden zu etablieren. Ich wurde auch schon angefragt von Parteien, die dieses Gedankengut in sich tragen, ob ich nicht mal zum Heimatschutz referieren kann. Nein, ich rede nicht mit Nazi-Arschlöchern. Punkt. Können wir das einmal festhalten? Ihr braucht mich auch nicht anfragen. Ihr seid für mich nicht ernst zu nehmen, in keiner Art und Weise. Ihr seid für mich dumm, ihr seid für mich Idioten. Punkt. Und das belegt es perfekt. Diese Tabelle, diese Frage ist unacceptable. Wiedersehen, tschüss. Oder von der Moderation. Aber wie kommt das jetzt zu Raffaella? Gegriffen wird oder ModeratorInnen selber dort auch grenzwertige Aussagen raushauen. Dazu kommt noch die Tolerierung von Personen mit solchen Namen und Profilbildern. Dies nur zu... Um Einführung des Ganzen, um wie sich das alles so ein bisschen... Okay, das spielt sich auf dem Discord-Server ab. Okay, geht null, macht mich sauer, merkt ihr schon, Bums. Und nun kommen wir, wie versprochen, zur militanten Veganerin. Schreiben jetzt die Nazis dann eigentlich unter, die Nazis, die Neonazis unter meiner YouTube-Videos dann, ich bin der linksgrün versiffte Ultrapenner, finanziert von wem werde ich denn eigentlich jetzt alles finanziert? Vom Staat? Von den Linken? Von den Grünen? Von der Tierschutz... Boah, das Konto füllt sich, es ist alles so geil. Wie sie sich selber nennt und worum es hier eigentlich auch geht. Na dann. Okay. Die militante Veganerin. Angefangen hatte alles, als ich bemerkt hatte, als ich frisch auf diesen Server gejoint bin, dass die militante Veganerin dort anscheinend agiert. Ich kannte sie aber selber nur aus einem älteren YouTube-Video, was ich letztes Jahr gesehen habe. Und deswegen war mir die Person auch schon ein Begriff. Dort hatte sie aber mit Abstand nicht die Reichweite, die sie heute hat. Als ich auf dem Server mal geschaut habe und gesucht habe, was dort so diskutiert wird, fiel mir folgender Post von ihr auf und sie sich dort über diese Personengruppen und auch Pronomen. Ich muss das mal ganz kurz lesen. Leute, ich habe gerade was Lustiges gefunden. Circa 1% der Bevölkerung leidet an einer Form der multiplen Persönlichkeitsstörung. Ein Ich, mehr oder weniger, sagt mein Therapeut auch, macht den Kuchen auch nicht fett. Aber unter 1% der Bevölkerung ist trans. Das heißt, eigentlich sollten wir uns weniger um Pronomen wie er, sie, Einzahl, IC streiten, als um Pronomen wie Einzahl, Mehrzahl, er, sie. Warum redet darüber keiner? Glaub auch, setzt mich für multiple Toiletten ein. Jeder meiner Persönlichkeiten will eine andere Schüssel. Boah. Ist nicht leicht zu verstehen. Muss man sich 2-3 Mal durchlesen. Ich habe jetzt schon 2-3 Reactions dazu gesehen. Boah, Raffaella, nein. Ich glaube auch, Leute, ich will sie gar nicht verteidigen. Aber ich glaube,
Auch das. Das meint die nicht vom Grund herauf böse. Die ist nicht in der Situation, trans zu sein. Die hat vielleicht noch nicht mit den Menschen gesprochen, die in dieser Situation diskriminiert wurden oder die sich dadurch angegriffen fühlen. Und ich will ihr überhaupt nichts diagnostizieren. Ne? Ich bin fern davon, Diagnosen auszusprechen, die auch mir immer wieder ausgesprochen werden, von Autist bis Narzisst, was ich alles bin. Ich habe eigentlich alle Krankheiten und alle psychischen Störungen da draußen. Das stand schon mindestens in 100 Kommentaren. Aber hör mal auf, das zu verteidigen vielleicht. Nein, ich verteidige es nicht. Ich sage nur, sie ist ungefiltert und haut einfach alles raus, ohne sich über die Konsequenzen Gedanken zu machen oder sich vielleicht der Schwere einer solchen Aussage bewusst zu sein. Das ist das, was ich sagen möchte. Das heißt nicht, dass ich sie verteidige. Sowas finde ich sehr verletzend und diese Aussagen schrecklich. 100%. Wenn man gleichzeitig Aktivismus macht, der gegen Diskriminierung gerichtet ist und man sogar auf Pride-Paraden mitläuft. Ich als LGBTQ mache heute auf. LGBTQ. Verstanden. Zusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Diskriminierungsformen aufmerksam. Ja, und nur weil man das auf ein Schild schreibt, heißt das nicht, dass man das auch macht. Und es sind auch ganz verschiedene Dinge. Also ich glaube, dass das Problem, das Verständnisproblem und das ganze Konstrukt um Raffaella und als Raffaella, dass das äußerst komplex ist. Genau wie ihre Aussagen. Weiter findet sie, dass Catcalling einfach nur laute Komplimente sind und Dickpics versenden nicht verboten oder verpönt sein sollten. Das sehe ich also das, liebe Raffaella, sehe ich anders. Sexualisierung wird anscheinend nicht verstanden mit der verharmlosenden Sicht, dass manche Leute einfach nicht flirten können bzw. es nicht besser können. Schwierig. Nein. Ich das mit Trigger, die man bedienen könnte in einer Unterhaltung, zum Beispiel, wenn jemand Verwandte verloren hat, in einem Unwetter und man dann über das Wetter redet, weil das wäre ja in ihren Augen Belästigung, wenn man das so im Vergleich ziehen würde. Aber ich finde, es ist schon ein großer Unterschied, ob man offensichtlichen Sexismus betreibt oder ob man durch Zufall bei Unterhaltung, bei Menschen irgendeinen Triggerpunkt treffen könnte. Dann das passiert mir ständig. Ne? Also ich treffe ständig Triggerpunkte und hinterher schreiben mir Leute, du, da hast du mich sehr verletzt, weil du das und das gesagt hast. Ja, macht man unterbewusst. Das ist ja schon bewusst ganz schön angespitzelt und unangenehm. Ja, kann ich verstehen, dass sich Leute und auch der Meister hier drüber aufregen. Geht sie noch über die sogenannte Cancel Culture, ein Begriff, welcher hauptsächlich von Personen, also ernsthaft und nicht nur spaßeshalber, verwendet wird, wenn es um die Kritik an die eigene Person geht. Und sie sagt, ja, die alle rufen jetzt militante Veganerin canceln. Auch gerne mal, dass nicht vegane Personen auch einfach mal im Schredder landen könnten. Auch. Wie bitte? Moment mal. Solange die Person nicht vegan ist, hoffe ich, dass sie im Schredder landen. Das bedeutet, dass ich ihnen das nicht mehr wünsche, wenn sie vegan werden. Also im Umkehrschluss bedeutet das, ich kenne jetzt den Kontext dieser Aussagen immer nicht, dass sich im Prinzip Raffaella wünscht, man solle als Nicht-Veganer im Schredder landen. Ich weiß ja, was sie meint, aber so nicht. So, das geht nicht. Sie das vielleicht ein bisschen überspitzt meint. Ja. Ich nehme hier nur Punkte auf, die sie selber so veröffentlicht hat und auf die Kritik, auf diese Aussagen, dann eher aggressiv und uneinsichtig reagiert, als sie damit konfrontiert wurde. Ich finde, es ist einfach ein fader Beigeschmack dabei, wenn jemand vorne herum sich gegen diese Dinge einsetzt und auch instrumentalisiert, um für den Veganismus Aktivismus zu betreiben, aber an anderer Stelle solche unangebrachten Dinge veröffentlicht. Und nochmal, und das ist der wesentliche Kritikpunkt, den ich gerade bei dieser ganzen Geschichte sehe, den Quark, den sie hier und da mit solchen Aussagen verzapft, der wirft ein schlechtes Bild auf den Veganismus, auf die vegane Lebenseinstellung und erzeugt in Leuten, ich sehe das hier in meinem Chat, die dem Veganismus, ich bin ja in meiner grünen Bubble hier gerade schön cozy eingepackt. Hier sind auch nicht Veganer und hier sind auch Jäger und Angler und hier sind alle möglichen Leute drin, aber wir gehen trotzdem höflich miteinander um. Was wollte ich sagen? Ach so, dass sie selbst bei denen eine Ablehnungshaltung erzeugt, dem Veganismus gegenüber. Und die sagen, die ist so unangenehm und die zerstört mir das Bild von einem friedlichen Veganismus. Und das ist einfach scheiße.
Eine weitere sehr kritische Position finde ich auch, dass sie nach ihrer Aussage unvoreingenommen mit absolut jedem redet. Na, das wäre bei mir nicht. Es gibt Leute, mit denen rede ich nicht. Das finde ich, gerade wenn es um offensichtlich rechte Akteure geht, sehr, sehr kritisch. Im rechten Gedankengut eine Plattform zu bieten, ist Nur weil sie mit Rechten redet, bedeutet das nicht, dass sie deren Gedankengut annimmt oder dass sie ihnen eine Plattform bietet, grundsätzlich. Man muss das immer im Kontext sehen, ne? Und ich kann verstehen, dass sie mit einem veganen Nazi über Veganismus spricht. Sie wird jetzt sich nicht mit einem veganen Nazi irgendwo hinsetzen und sagen, Mensch, du, da dein Rassismus, das finde ich eigentlich ganz spannend. Erklär doch mal, wie verhält sich das damit? Und dass du hier die Ausländer scheiße findest, das kann ich total nachverstehen. Holocaust, hat es nie gegeben. Das finde ich ja alles super. Also, das wird sie sicherlich nicht machen, weil das wäre ja höchstgradig dumm. Und diese Beweise gibt es ja auch hier nicht. Aber, ja, mit Nazis redet man nicht. So. Das, was die wollen. Weil eben. Die wollen nicht in den Diskurs gehen. Die genau. wollen nicht debattieren. Die Sehr wollen schön einfach nur ihre ja. Agenda loswerden, ja. ihre Ansichten verbreiten, egal ja. wie. Und es gibt schon einige Beispiele mit Talks mit rechten Akteuren, die sie geführt hat und denen quasi damit auch eine Plattform bietet. Oder auch Leon Lovelock, der auch mal gerne ganz oft hart schwurbelt, gerade auch was Corona angeht. Da wird ein die Corona-Schwurbler, da habe ich mir auch schon ordentlich einen eingeschenkt. Na gut. Feroz Khan als Held gefeiert, weil er... Wer ist Feroz Khan? Noch nie gehört. AfDler hetzt gegen Migranten, okay. Anscheinend vegan wurde und vegane Ansichten über Telegram oder ähnliches verbreitet. Attila Hildmann-Vibes kriege ich da. Nicht zu vergessen, der war auch ein Veganer, aber der hat auch Volksverhetzungen betrieben, liebe Freunde. Schwierig alles. Und natürlich wird sofort an diese Person eine Anfrage rausgeschickt, dass man darüber ja mal reden kann. Und das finde ich noch das Schlimmste, wenn man mit Rechtsextremen sogar versucht, ein positives Gespräch über den Veganismus zu führen, kann diese Person vielleicht sogar sympathisch rüberkommen lassen, ohne dass man die anderen Themen behandelt und diesen Personen einfach eine Plattform bietet, die sie nicht haben sollten. Gut erklärt. Da habe ich nichts hinzuzufügen. Dazu noch von diesem Moderator auf dem Discord zu diesem Thema die Aussage, dass er, wenn dieser Feroz Khan veganen Aktivismus macht, dann schön noch mit Spenden zugeballert. Nee. Damit man diesen Menschen auch schön beim Verbreiten von seinem rechten Gedankengut auch schön mitfinanzieren kann. Und das ist eine Sache, wie ich finde, bei der man einfach nicht mitspielen sollte. Sage ich euch ganz im Ernst. Ich sage das immer so aus Gutdünken und aus Spaß, aber ich glaube, dass viel an dieser Nazihaftigkeit scheiße, wo wir jetzt schon mal dabei sind, wobei ich das Raffaella wirklich nicht unterstellen möchte, dass sie nazihaftiges Gedankengut hat, sondern dass sie dem aber eine Bühne gibt, das würde ich so unterschreiben, dass man das nicht machen sollte, dass ich gerne allen Nazis und Neonazis dieser Erde, die dieses Gedankengut haben, gerne ein Ticket around the world schenken möchte oder würde, wenn ich das könnte und denen dann ein Jahr Zeit gebe, dass sie sich die ganze Welt angucken können, verstehen, warum Menschen flüchten, verstehen, warum Menschen ihre Heimatländer verlassen, verstehen, wie sich es auf der Erde verhält und dass sie das Gedankengut dann nicht mehr haben. Ich glaube, wenn du einfach und da nehme ich ja den Osten nicht besonders in die Mangel, weil ich komme aus Jena, ich bin da aufgewachsen, ne, zwischen Uwe Mundlos und diesen ganzen Sachen, die da stattgefunden haben. Das ist äußerst unangenehm. Das war für mich als Jugendlicher schon total beschissen. Und wenn du immer in dieser kleinen Stadt mit diesem beschränkten Gedankengut von deinen Eltern, Freunden, wie auch immer, irgendwie nur diese Scheiße hörst, dann kannst du dich auch gar nicht anders entwickeln. Das kommt nur mit einer Weltoffenheit. Und ich glaube, wenn Menschen durch... so wie ich durch die ganze Welt gereist bin, dann kann man gar kein Nazi sein. Dann kann man dieses Gedankengut einfach nicht haben. Das ist unmöglich. Das, weil du dann alles in den Kontext bringen kannst, weil du dann alles schauen kannst. Und ich würde dann gerne mal eine Gehirnwäsche bei den Nazis machen und meine Festplatte rausnehmen, anschließen, die sollen sich das nochmal in Ruhe angucken und dann reflektieren. Das würde ich wirklich gerne machen. Von daher, aber immer im Kontext sehen, Raffaella Raab ist kein Nazi, aber sie kuschelt ein bisschen mit ihnen. So kann man das schon irgendwie sagen. Okay. Es bringt einem bei solchen Themen einfach nicht weiter, mit diesen Leuten zu reden, wo man vielleicht meinen könnte, dass der Zweck die Mittel heiligt. Man sollte mit diesen weder debattieren und schon gar nicht die eigene Reichweite zur Verfügung stellen. Sehe ich genauso. Ja. Jetzt wird's wild, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das war der Punkt, an dem Raffaella Raab
bei mir zu 100% verschissen hat. Antispeziesistisch zu sein bedeutet, dass man allen Lebewesen gleichwertig das Recht auf Leben und Unversehrtheit zugesteht und als Veganerin danach lebt, Leid so weit wie möglich und praktikabel zu vermeiden. Bums, Definition Veganismus, den ich ja nicht verstanden habe, aber da habt ihr sie nochmal. Also das ist Veganismus, okay. Aber da passen für mich folgende Punkte nicht so ganz hinein. Vor allem für jemanden, der aktivistisch in diesem Bereich tätig ist, sich nach außen gibt und absolut moralisch argumentiert und eine Abneigung gegen karnivore Tiere hat und diesen diese Rechte anscheinend nicht so eingestehen möchte. Insekten werden möglichst vorsichtig vor die Tür gesetzt, aber... Mücken haben ein relativ sehr niedriges Bewusstsein. Das würde ich so nicht unterschreiben, denn wer mein Buch gelesen hat, weiß, dass ich irgendwo gelesen habe und das dann in mein Buch geschrieben habe, also es ist nicht von mir, aber dass Forscher sich mit Drosophila, also den Fruchtfliegen beschäftigt haben und dass die sogar schon träumen. Und wie kann man kein Bewusstsein haben, wenn man doch träumt? Also ich würde sagen, Mücken sind jetzt keine Fruchtfliegen, aber von der Evolutionsstufe kann man einige Mücken schon höher als Fruchtfliegen einordnen. Ich würde denen kein niedriges Bewusstsein zuordnen. Also mit solchen Aussagen wäre ich sehr vorsichtig. Können aber Schmerzen empfinden, soweit ich das verstehe. Richtig. Nichtsdestotrotz, Vorsicht mit dem Wort Bewusstsein. Jedes Jahr werden neueste Studien veröffentlicht, die immer wieder zeigen, welche Tiere doch ein Bewusstsein haben. Ne, ich erzähle seit... Ich habe es neulich gesehen in einem Facebook-Review. Diese Story hast du vor 4 Jahren gepostet. Als ich das erste Mal davon gehört habe, dass sich Putzer Lippfische im Spiegel erkennen und den Spiegeltest bestehen. Neulich kam an meinem Geburtstag jetzt wieder eine neue Studie dazu raus. Die ganze Welt in Aufruhr. Putzerlippfische erstmals bewusst. Nein, das erzähle ich seit 100 Jahren. So, gefühlt. Ne? Vorsicht mit dieser Bewusstseinsschiene. Also wenn ich angegriffen werde, dann verteidige ich mich. Ansonsten versuche ich Insekten immer möglichst vorsichtig vor die Tür zu setzen. Mache ich auch. Bei Spinnen habe ich nicht so das Problem, die zu töten, wenn es schnell geht, da sie karnivor sind. An dieser Stelle 2 Sachen. Also ich ermahne immer wieder dazu, Spinnen nicht zu töten. Erstens können sie euch in Deutschland, wenn ihr hier lebt, bis auf 2 Arten nicht gefährlich werden. Dornfänger und... andere, wartet. Die ist neu. Die kenne ich noch nicht so gut. Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Nosferatu. Dann vorsichtig, also mal mit diesen 2 Spinnenarten beschäftigen. Und wenn es schnell geht, da sie karnivor sind. Spinnen sind nicht karnivor. Das ist ein inkorrekter Satz. Zerreißt mich jetzt in den Kommentaren, aber Carnivora, Raubtiere, das sind alles Säugetiere. Und zwar, laut meiner Meinung nach, sind es die Hunde- und Katzenartigen. Das sind nicht mal 300 Arten. Also alles, was geht von Leopard über Löwe bis hin zum Mähnenwolf, bis zu unseren Hunden, bis aber auch zu Robben. Robben sind Hundeartige. Also von daher eine falsche und eine schwierige Aussage, die ich so nicht unterschreiben möchte. Ich verstehe, was sie meint, dass Spinnen, wenn überhaupt, insektivor sind. Manche Spinnen fressen auch Vögel oder Reptilien oder auch mal eine Maus. Vogelspinnen fressen ja Vögel. Und ganz, ganz wichtig, das zu unterscheiden. Und also du kannst nicht auf der einen Seite sagen, Tieren darf man kein Leid zufügen oder sie ausbeuten, aber kannst Spinnen töten. Das passt nicht gut zusammen. Das funktioniert nicht. Und biologisch falsch ist es auch noch. Aber ich glaube, Spinnen sind deutlich bewusster als Fliegen. Das kannst du glauben, das würde ich so aber nicht sagen. Das müsste man wissenschaftlich überprüfen. Und das wäre auch Speziesismus, weil du tötest Spinnen, aber keine Schweine. Naja, also schwierig. Idealerweise Gewalt vermeiden. Immer richtig. Ich tue mich auch damit schwer, auf einem Tisch eine Trauermücke zu zerquetschen, weil wer bin ich, dass ich das Leben so einer kleinen Trauermücke beende? Ne? Damit habe ich auch Schwierigkeiten. Das funktioniert nicht. Habe mal früher gemacht. Heute habe ich beim Zähneputzen immer meine Trauermücke im Waschbecken und hole die dann auch raus und denke, naja, komm, jedes Leben zählt. Jede Seele ist gleich schwer. Egal, ob Mücke oder Elefant. Ihr wisst, wie ich es sehe. Also von daher eine ganz, ganz schwierige Aussage. Okay, ich will mich nicht zu lange aufhalten, aber wir müssen hier schon biologisch korrekt bleiben bei den Carnivora, den Hunde- und Katzenartigen, ja, und nicht Spinnen. Spinnen herrschen keinerlei Probleme, die zu töten, da sie Carnivore sind. Ist eine dumme Aussage, das widerlegt sie, dann widerlegt sie sich ja selbst, das ist dämlich. In Teilen einer Nachricht, dass zum Beispiel die Kegelrobben wieder zurückkehren und sich wieder gut vermehren. Was ich persönlich gut finde, ihr wisst, Kegelrobbe ist in Deutschland mein liebstes Säugetier und... Gehört ja mit zu meinen Lieblingstieren und Hallichio eris gulpus kann immer mal wieder mit lateinischen Namen punkten. In der Aquaristikszene bin ich ja dafür bekannt, die nicht zu kennen, aber in der Caniden- und Hundsrobbenartigen Szene bin ich dafür bekannt, sie beiden Robbenarten
beim lateinischen Namen nennen sogar. So, das wird jetzt, das war jetzt wirklich der Punkt, wo Raffaella, nein. Mit wir supporten keine und geantwortet. Was hat Raffaella Raab nicht verstanden? Also, erstens, die Kegelrobben waren eher hier als wir. Zweitens, wir haben sie fast ausgerottet. Drittens, ich freue mich enorm, dass sie mehr werden. Sie haben so viele Probleme zwischen Überfischung, überfahren werden, Menschen abgeschossen, ausgerottet, Lebensraumverlust, von bis. Und ich bin so froh, dass dieses Tier an die deutschen Küsten zurückkehrt und dass sie wieder mehr werden. Und wer einmal mit einer Kegelrobbe geschnorchelt, geschwommen, getaucht oder sie bei der Geburt gefilmt und gesehen und fotografiert hat auf Helgoland, jetzt ist gerade wieder die Zeit, die jungen Robben sind gerade da im Lanugo-Fell. Wie kann man denn sowas sagen, Raffaella? Damit machst du dir ausnahmslos Feinde. We don't support carnivores. Du kannst nicht sagen, wir supporten keine Robben. Damit machst du dir ausnahmslos Feinde. Und jeder Hundebesitzer wird dich hassen. Jeder Robbenflüsterer. Jeder Mission Erde-Fan. Weil wir supporten Karnivoren. Die spielen eine extrem wichtige Rolle im Ökosystem mehr. Das ist eine Aussage, die... Nein. Einfach, die kannst du nicht bringen. Also das ist, ich verstehe vieles, was Raffaella so macht und kann das irgendwo nachvollziehen. Das ist etwas, wo ich sage, bist du eigentlich noch ganz glatt? Offensichtlich nicht. Das war der Punkt, wo ich gesagt habe, Raffaella Raab, ich nehme alle Videos von meinem Kanal. Sofort. Max, löschen! Nein, das machen wir nicht, denn ich möchte ja, dass ihr nachvollziehen könnt, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, dass sich dann ein gewisses Meinungsbild ergibt und dass wir das hier alles schön online lassen. Und ich brauche die Klicks, Freunde. Das Portemonnaie muss gefüllt werden, um die Carnivoren zu supporten. Supportet Carnivoren. So guter Letzt noch eine Diskussion, an der sie sich beteiligt hat. Wow. Das wäre eine Diskussion für mich gewesen, alter Schwede. So ein Krähenbabys gerettet hat, die Eltern entrissen wurden und das von ihr angeprangert wird, da sie an diese Fleisch verfüttern muss. Und sie meint, dass sie diese Tiere einfach sterben lassen soll, weil wäre ja nur unterlassene Hilfeleistung, was nach ihrer Auffassung ethischer. Boah, Junge, alter Schwede. Das ist einfach, ein paar Jäger würden hier vermutlich sagen, gut gemacht, Raffaella, die Krähenvögel sind eh böse, die rauben die Nester der deutschen Singvögel aus und die essen das, was wir eigentlich schießen wollen und die sind böse für die Landwirtschaft und hier und da, ja. Krähenbabys verhungern lassen. Okay, das lohnt sich einfach nicht mit dir, du uneinsichtige Spezialistin. Schwierig. Da muss ich, glaube ich, gar nichts zu sagen. Ich glaube, da findet jeder in seinem Herzen die eigenen richtigen Worte zum Thema. Also ich finde, das ergibt schon im Zusammenhang zueinander ein Bild, wie ich es mir nicht so richtig im Kopf will. Da Karnivorotiere die gleiche Lebensberechtigung in der Natur haben als Nicht-Karnivorotiere. Und wenn man da jetzt einen Unterschied macht, handelt man für mich speziesistisch, da man wieder das Leben einer Spezies über die einer anderen setzt. Es lässt sich darüber diskutieren, was ethischer ist, das Tier sterben zu lassen oder mit Fleisch zu füttern. Das ist eine Frage, über die man, glaube ich, sehr lange Diskussionen führen kann, ob man das jetzt gerade akut bedrohte Tier aufpäppelt und am Leben erhält, welches erst wieder... Raben, Vögel, also in dem Fall Krähen, sind nicht vom Aussterben bedroht an dieser Stelle. Ne? Also von daher kann man da schon drüber diskutieren und sind in manchen Kontexten der Land- und Landwirtschaft und Jägerschaft durchaus als problematisch zu erachten. Nichtsdestotrotz ist es eine ethisch-moralische Frage an dieser Stelle. Den Menschen in diese Situation gekommen ist. Ja, das ist auf jeden Fall eins der krassesten Verhalten. Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine zu instrumentalisieren, auf Demos herumzulaufen und die Menschen dort noch als Heuchler zu betiteln, lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wenn ihr gegen den Krieg in der Ukraine seid, dann führt auch keinen Krieg an Tieren. Ihr seid alle... Schwierig, das sind für mich tatsächlich in der Tat zwei nicht vergleichbare Dinge. Wenn ihr ein Friedenszeichen macht, aber nicht vegan lebt, wo ist euer Frieden mit den Tieren? Solange es Schlachthäuser gibt, wird es Schlachtfelder geben. Ihr habt auch Tiere zu quälen und zum Schlachthof zu schicken. Seid Heuchler! Heuchler, wenn ihr nicht vegan lebt!
Schwierig. Der Holocaust der Tiere. Eine beliebte Aussage von der militanten Veganerin ist, dass sie gerne über den Tierholocaust, den Holocaust der Tiere und sowas in der Richtung redet und auch auf ihrer von ihr betriebenen Webseite darstellt. Der Holocaust der Tiere. Das ist das Video, was ich gesehen habe, auch glaube ich genau diese Stelle und wo dann gesagt wurde, Robert, hier klagen wir dich an, weil du nichts dazu gesagt hast. Extrem. Ich verstehe, was sie macht, warum sie das tut, weswegen sie das verwendet. Dass das nicht okay ist, steht außer Frage. Ich finde es problematisch, wenn man diese Ausdrücke verwendet, denn es gibt keinen Holocaust der Tiere. Es gibt den Holocaust, der passiert ist, welches ein absolut großes, widerwärtiges Ereignis der Geschichte war. Diesen Begriff für seinen eigenen Aktivismus zu eigen zu machen, kann sehr schnell sehr missverstanden werden. Nicht nur sehr schnell, das on the fly. Also das ist in der Tat an dieser Stelle scheiße. Für alle Veganer, für alle Leute, die es vor den Kopf stößt, für die Juden, für die, die sich davon verletzt und betroffen fühlen. Mich würde jetzt mal interessieren, was die Nazis dazu sagen. Was sagen die lieben veganen Nazis an dieser Stelle zum Holocaust der Tiere? Das wäre doch mal interessant. Da es sich hier um ein hochsensibles Thema handelt und es schnell als Gleichsetzung oder Relativierung interpretiert werden kann. Und wenn man dies alles mit der Tierindustrie gegenüberstellt, spielt auch immer, wenn auch nicht gesagt, im Hinterkopf die Opfer- und Todeszahlen damit rein, was zwangsläufig zu einer Relativierung führen kann. Und es ist dazu möchte ich gar nicht so viel sagen, weil das andere Menschen viel, viel besser können. Ein Stay, ein Alyosha und so weiter. Guckt euch da die Reaktion an, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Endlich auch unerheblich, diesen Vergleich zu ziehen, denn man sollte nicht ein Riesenverbrechen mit einem anderen gegenüberstellen, nur um zu versuchen, diesen Punkt zu untermauern. Und besonders nicht dieses. Holocaust ist alleinstehend in der Geschichte, für sich ein Riesenverbrechen. Das massenhafte Abschlachten und Vergasen von Tieren, welches für mich auch ein Riesenverbrechen darstellt, ist alleine durch die Erklärung genug, um diese Grausamkeiten darzustellen. Jedoch sollte dort eine klare Linie gezogen werden, dass solche Vergleiche erst gar nicht angestellt werden sollten. Leid sollte nicht mit anderem Leid verglichen werden. Es wird dann auch gerne argumentiert, dass vereinzelt Juden, entweder Holocaust-Überlebende oder Nachfahren, diesen Vergleich befürworten. Aber das ist halt eine sehr geringe Anzahl als die schiere Masse der Personen, die man damit tief verletzen kann. Die Mehrheit sieht das anders. Dazu habe ich auch mal einen kleinen Beitrag rausgesucht, der das auch mal kurz und knapp erläutern kann und werde diesen jetzt einfach mal einblenden. Doch es sind längst nicht nur Corona-Demonstranten, die das Leid der Nazi-Opfer missbrauchen. Die Tierschutzorganisation PETA vergleicht Massentierhaltung mit der Shoah. Hat PETA dafür eigentlich auf den Sack gekriegt? Wurde das verboten? Wurden die verklagt? Oder was ist da passiert? Ich verstehe, warum sie das tun, aber es ist nicht vergleichbar. Zwischen verboten. Wir sprechen mit der Schriftstellerin Maya Lasker-Wallfisch. Er schreibt, ist verboten, okay. Anita Lasker-Wallfisch war in Auschwitz interniert und hat als eine von wenigen überlebt. Es ist ein weiterer schrecklicher Missbrauch davon, was es bedeutet, jüdisch zu sein. Es ist zutiefst verstörend und eine widerrechtliche Aneignung der jüdischen Erfahrung. Boah, und das ein Mensch, der das überlebt hat, diese ganze Scheiße, der dann damit verletzt wird, das ist... Da dreht sich mir alles im Magen um und das ist ganz, 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 ganz schwierig. Ich kriege schwitzige Hände. Das beleidigt mich im Namen von Millionen Ermordeten. Und da ist dieser Begriff in Kombination mit Veganismus erzeugt genau das Gegenteil. Und es ist super, super wichtig. Und das versuche ich immer zu beherzigen, wie man über etwas spricht. Dass es nicht den Effekt erzielt, weil ich eben in dieser Art und Weise über ein Thema gesprochen habe, dass es die Leute deswegen ablehnen. Also, liebe Raffaella, das unbedingt ganz klar reflektieren und dazu auch mal eine Aussage raushauen, weil das ist absolut entscheidend und äußerst unangebracht. Mittlerweile sind diese Vergleiche in so hoher Schlagzahl auch anzutreffen, sowohl online als auch auf der Straße, dass man irgendwann auch abstumpft. Die Leute nehmen das Achselzucken zur Kenntnis und sagen, schon wieder ein Holocaust-Vergleich, ist ja nicht so schlimm. Also es wird immer weiter banalisiert und abgewertet. Ja. Ich finde es außerdem problematisch, den Holocaust mit ins Spiel zu bringen, denn die Motive sind absolut unterschiedlich.
Der Massenmord mit dem Ziel, die europäischen JüdInnen zu vernichten, alleinig aufgrund von Rassismus und Antisemitismus, ist ein singuläres Ereignis in der Geschichte und hat nichts damit zu tun, massenhaft Tiere aus profitorientierten Zwecken möglichst effektiv auszubeuten und zu töten. Durch das Einbringen des Holocaust macht man dieses zu einem alltäglichen Phänomen und das wird diesem Ereignis in seinem Schrecken in keinster Weise gerecht. Schwere Kost, I know. Zum Abschluss wollte ich nochmal erwähnen, dass dieses nicht gegen ihren Aktivismus gerichtet ist. Ich finde es toll, wenn man Leute erreicht, für das Thema empfänglicher macht und ich finde es gut, dass durch sie auch das Thema Veganismus in einer sehr breiten Öffentlichkeit mittlerweile auch diskutiert wird, damit es immer mehr VeganerInnen da draußen gibt, die sich soweit praktikabel und möglich nicht mehr am Tierleid beteiligen wollen und auch weiter versuchen wollen, weiter Leute aufzuklären, damit es möglichst immer mehr werden. Redet nicht mit Rechtsextremen und oder Schwurblern nur der Reichweite wegen, denn das kann der eigenen Bewegung auch wieder eher schaden. Word. Einer Meinung nach. Bumsfallera. Tilted Floste. Lass da mal ein Like. Go vegan. Auch gut. Go vegan. Auch nur das darf man nicht machen. Das ist in England das hier. Das ist verboten. Go vegan. Ja, kann ich so unterschreiben. Tilted Floste hast du gut gemacht. So. Was machen wir nun damit? Was machen wir nun mit der militanten Veganerin, Freunde? Was ist jetzt die Moral von der Geschichte? Jetzt wollt ihr vom moralischen Kompass Bert Mark Lemanowitsch, wollt ihr jetzt wissen, was er davon hält? Also erstens, wir haben uns jetzt einigermaßen oft mit der militanten Veganerin beschäftigt. Viele beschäftigen sich mit der militanten Veganerin. Sie hat das gut genutzt. Sie hat Veganismus in viele Gehirne gebracht, in viele Videos, in viele Stories, in unendliche TikToks. Sie hat vom Grundsatz her eine gute Idee, nämlich sie möchte nicht, dass Tiere ausgebeutet werden. Und sie kämpft mit Herz, aber ohne Verstand, aus meiner Sicht. Und das ist durchaus problematisch. Was machen wir jetzt mit Raffaela? Tja, jetzt was Kluges zu sagen, das lastet schwer auf meinen Schultern, das sage ich euch. Hagebuttentee du trinken musst, ja. Ich sage euch eins, also, ich finde gut, was Raffaela zum Thema Veganismus zu sagen hat. Dass sie da radikal überspitzt, völlig krass durchdreht, ist mir auch klar. Dass man das nicht machen muss und dass das diskutabel und strittig ist, ist auch klar. Es braucht aber solche lauten, kritischen Aktivisten. Was 0% geht, ist kuscheln mit Nazis. Aus Ende. Man kann nicht mit jedem reden. Was nicht geht, sind die Holocaust-Geschichten. Das sind Transphobien. Das sind Verharmlosungen von Catcalling und Ähnlichkeiten. Das geht nicht. Der Zweck heiligt an dieser Stelle nicht die Mittel. Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, wie man Leute anspricht, wie man mit Menschen spricht, wie man über gewisse Themen spricht. Und dass, wenn man das auf eine idiotisch falsche, unreflektierte Art und Weise macht, dass das das Gegenteil erzeugen kann. Dass sich Leute vom Veganismus abneigen, dass sie sich wegen einer Person und ihren Aussagen sagen, ach fuck it, die ist beschissen, damit will ich gar nichts zu tun haben und die ist totale Scheiße. Ich habe im Chat auch gelesen, dass sich viele Veganer von ihr distanzieren. Ja, Raffaela, wir hatten ja noch nie Kontakt. Ich rede hier die ganze Zeit über dich, obwohl wir uns gar nicht kennen. Ich kann dir nur eins sagen. Aus meiner Erfahrung, ich bin vermutlich älter als du, schätze ich. Ich war früher äußerst undiplomatisch in vielen Belangen. Von die Leute, die mich lange kennen, kennen mich auch als nicht besonders diplomatisch. Fragt mal meine Freunde. Ich habe aber gelernt, dass es manchmal im Leben besser ist, diplomatisch zu sein und durchaus mit Obacht seine Worte zu wählen, weil sie sonst Menschen vor den Kopf stoßen und du genau das Gegenteil von dem erreichst, was du im Herzen eigentlich erreichen möchtest. Von daher, Raffaela, vielleicht ein kleiner Tipp eines alten, weißen Cis-Hetero-Mannes. Du meinst bestimmt das Richtige, du tust es aber auf die falsche Art und Weise, aus meiner Sicht. Reflektiere, mach es ein bisschen anders und sei dir bewusst, welche Worte du willst und welchen Einfluss sie auf Menschen haben und dass das vielleicht anders mehr Gehör finden würde. Weil ich glaube nicht, dass du ein schlechter Mensch bist und eine schlechte Person. Ich glaube, du bist gerade, weil du am Anfang deiner Aktivismuskarriere stehst, hast du richtig Power und Dampf und willst und machst und tust und arbeitest mit Ellenbogen und willst die Welt verändern und alle bekehren und alle anderen sind scheiße und so habe ich mich auch mal gefühlt.
aber das ist Mist. Man wird älter, man wird weiser. Es gibt Menschen, mit denen man nicht sprechen sollte. Und versuch es ein Stück weit diplomatischer, weil so verprellst du alle und die Leute werden dir nicht folgen. Was schade ist, weil du es eigentlich gut meinst. Und ich tue mich, ihr merkt das schon, ich tue mich auch äußerst schwer, weil ich nicht mit ihr gesprochen habe und weil ich sie nicht kenne, dieses Urteil zu fällen. Aber ihr habt mich gefragt, was ich von ihr halte. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit ihr beschäftigt. Ich bin, Raffaela, zu einem Gespräch bereit. Wir wollten ja mal ein Date haben, nachts, also die Community will, dass ich mit ihr ein Date habe, nachts auf dem, in der Schweinemast einen Ferkel rausholen mit Nachtsichtgerät und dann 4 Stunden dem Sonnenuntergang entgegenzufahren und den einem oder anderen Nazi über den Fuß zu fahren mit meinem Hammer, Elektrohammer übrigens. Ja, schwierig, gell? Ich glaube, aktuell tut sich Raffaela keinen Gefallen und das finde ich schade. Und es tut dem Veganismus einen großen Abbruch und das ist blöd. Aber ich glaube nichtsdestotrotz, dass sie kein schlechter Mensch ist. Ich glaube, dass sie kein schlechter Mensch ist. Ja, das glaube ich. So, schwere Kost. Kein Date, Robert Mark Lehmann. Kein Date. Word. Naja, ihr wisst, wie ich es meine. Ihr wisst ja, wie ich es meine. Und wichtig an dieser Stelle ist eure Meinung. Schreibt es mir in die Kommentare. Das ist ein ziemlich kontroverses Thema. Und meine Videos zur melancholischen Tante sind tatsächlich nur mit 97,2% beliebt. Nicht so wie sonst 99,8%. Das wurmt mich schon. Da müssen wir noch mal ein bisschen reingehen.